idealism prevails. Make the world a better place. Ich bin die Bettina Kerschbaumer. Ich darf Sie moderierend durch diesen Abend begleiten. Und ich möchte beginnen mit einem sehr, sehr ehrlich gemeinten und so wirklich richtig vom Herzen kommenden: Schön, dass Sie da sind. Wobei, es ist ja nicht nur schön, dass Sie da sind, es ist noch viel mehr als das. Es ist wichtig, dass Sie da sind und richtig, dass Sie da sind. Der wichtigste Job in der Demokratie ist ja immer noch der des Bürgers, hat Barack Obama gerade erst vor ein paar Wochen seine Landsleute einmal mehr ermahnt. Ich meine, wissen wir irgendwie eh, oder? Aber ich glaube, es darf tatsächlich wirklich noch ein paar mehr Möglichkeiten geben, ein paar mehr Räume geben, dass wir diese Demokratie auch wirklich ausleben können. Dass wir mehr Möglichkeiten haben, tatsächlich wirklich in einen offenen und ja, demokratisch wertvollen Dialog einzutauchen. Und daher bin ich auch so dankbar, dass wir diesen Abend tatsächlich wirklich gemeinsam gestalten dürfen. Im Dialog, im Diskurs, möglicherweise auch in einer lebendigen Diskussion. Wie auch immer es kommen mag, es soll genauso kommen. Es ist auf jeden Fall ein Abend, der unter dem Motto steht: Mehr Zukunft wagen. Ja, klingt wie ein Appell. Irgendwie, glaube ich, ist es auch so gemeint. Er kommt auf jeden Fall von unseren drei Gästen des heutigen Abends: Irmgard Gries, Matthias Strolz und Ali Maloji. Zeigt euch doch einmal bitte ganz kurz. Herzlich willkommen in unserer Mitte. Ja, und dass bei jeder Form von politischem Dialog der Bürger immer das erste Wort hat, das ist auch das Credo von Österreich spricht, der überparteilichen Bürgerinneninitiative, auf deren Einladung wir heute hier alle zusammengekommen sind. Und daher begrüßt Sie von eben dort der Obmann Andi Lechner. Andi, bitte begleiten Sie mit einem kleinen Auftrittsapplaus zu mir auf die Bühne. Spricht sich's gleich viel leichter, oder? Ja, vielen Dank, Betty. Vielen Dank für die herzliche und nette Einleitung. Mir ist noch ein bisschen kalt. Ich bin schon seit einer guten Stunde hier. Ich hoffe, dass uns in der nächsten eineinhalb bis zwei Stunden auch noch richtig warm wird. Aber nachdem wir jetzt schon heuer das dritte Bürgerinnenforum machen, eben heute in Wien. Wir haben gestartet Anfang Februar in Graz und waren vor zwei Wochen in Salzburg. Und bei jedem Bürgerforum ist es eigentlich von Minute zu Minute heißer geworden, aber durchaus in einem positiven Sinne, weil die Leute sich auch wirklich aktiv beteiligt haben und es auch neben inspirierenden Impulsvorträgen in Graz und Salzburg auch eben viel, viel aktives Engagement von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben hat. Österreich spricht, wie schon zuvor erwähnt, ist eine Plattform, die ermöglichen möchte, dass Leute in Austausch kommen, dass Leute ins Gespräch kommen und dass es zusätzlich auch spannende Impulse noch gibt. Und ich freue mich da heute ganz besonders, dass neben der Irmgard Gries, neben dem Matthias Strolz als dritte lokale Persönlichkeit der Ali Maloji von Watchadu auch hier ist. Vielen Dank, dass du auch bereit bist, heute bei uns zu sein. Und darf noch mal ganz kurz auch noch aufmachen: Österreich spricht ist eine Initiative, die vor 5 Jahren ins Leben gerufen wurde. Es ist eine Plattform, eine Initiative aus der Zivilgesellschaft, weil wir sind überzeugt davon, dass die Zivilgesellschaft und eben die Bürger selbst die Dinge in die Hand nehmen müssen und da auch aktiv werden sollten. Wir haben uns vor 5 Jahren gegründet, waren 2012 mit einigen Events und innovativen Formaten auch aktiv und haben eben jetzt diese Bürgerforenreihe in Graz, Salzburg und heute in Wien auf den Boden gebracht und werden auch noch, aber da komme ich ganz zum Schluss drauf hin, auch noch weitere Events in den nächsten Monaten in anderen Bundesländern haben. Was ich mir vom heutigen Abend wünsche, ist eigentlich, das ist schon gegeben, dass so viele Leute da sind. Wir haben
ich glaube, Caro, über 150 Anmeldungen gehabt. Ich glaube noch, dass einige in den nächsten Minuten auch herfinden. Und andererseits steht einem schönen Abend nichts mehr entgegen. Ich freue mich jetzt auf 3 spannende Impulsvorträge und dann auf viele, viele anregende, tolle Gespräche mit den Tischnachbarn und mit euren Kolleginnen. Graz und Salzburg war inspirierend für mich und ich darf zum Schluss auch nochmal dann kurz am Ende der Veranstaltung resümieren und übergebe das Wort wieder an die Betty. Danke sehr. Danke, Andi. Vielen Dank. Das nehme ich dir wieder ab. Wer weiß, brauchen wir sicher noch. Genau, dieser Abend, ich darf Ihnen vielleicht eine Idee darüber geben, wie das heute ablaufen soll. Wir werden diese 3 Impulsstatements hören, in denen es im Wesentlichen auch darum gehen soll, was beschäftigt denn die 3 gerade aktuell so auch und ganz besonders, wenn es um dieses Motto geht, mehr Zukunft wagen. Jeder so in 10-12 Minuten, sodass wir dann in etwa einer halben Stunde hier ein Stimmungsbild erheben wollen, ein gemeinsames Stimmungsbild zur Frage, welche der angesprochenen Themen hat Sie denn ja, berührt, was hat was bei Ihnen ausgelöst, wo geht denn jetzt Ihre Energie am stärksten hin? Und wir wollen das über eine digitale Abstimmung, wo Sie dann mitstimmen können und dann schauen wir, wo sind denn die Themen, die wir dann auch noch ein Stück weit vertiefend diskutieren wollen. An den Tischen, aber vor allem natürlich dann auch mit unseren 3 Gästen. Genau. Diese Abstimmung, digital, wie ich schon gesagt habe, ganz easy mit Ihren Smartphones, mit Ihren Tablets, mit Ihrem Notebook, was auch immer Sie gerade mithaben. Wenn Sie es denn wollen, selbstverständlich, Sie müssen nicht, können Sie sich relativ leicht dann daran beteiligen. Alles Weitere erkläre ich dann noch. Für den Moment möchte ich nur sagen, checken Sie vielleicht schon mal die Internetverbindung. Wenn Sie mit dem Handynetz gut reinkommen, dann super. Ja, dann lassen Sie es einfach dabei. Vielleicht wollen Sie aber auch aufs WLAN umsteigen. Vielleicht haben die Damen und Herren, die aus der Uni da sind, aber auch ein Uni-WLAN. Also, wenn Sie schon mal schauen, dass das Internet funktioniert, dann ist es ganz sicher nicht falsch. Und wir haben natürlich auch ein Hashtag, Zukunft wagen, wer gerne twittern möchte. Wir bleiben da natürlich auch online mit dabei. So, da wir da auch ins Diskutieren kommen werden, ja, das ist irgendwie der Plan, wollen wir natürlich wissen, wer sind Sie denn? Keine Sorge, da kommt jetzt nicht die Vorstellungsrunde, das täte ein bisschen den Rahmen sprengen hier. Aber vielleicht wollen wir so ein kurzes mit einem Handzeichen abholen, von so aus welcher beruflichen Ecke kommen Sie denn. Beginnen wir vielleicht mit den Menschen, die noch in Ausbildung sind, Schüler, Schülerinnen, Studenten, Studentinnen, Lehrlinge, so, okay. Wunderbar. Wer ist denn schon im Berufsleben angekommen vor kürzerer oder längerer Zeit und ist Angestellter oder Angestellte im privaten oder auch im öffentlichen Bereich? Okay. Wo sind die Selbstständigen, Freelancer im großen und im kleinen Stil, Unternehmer, Einpersonenunternehmer und Rinnen? Wunderbar, fein. Haben wir denn jemanden unter uns, der schon im, also Pensionisten, Pensionistinnen, schon im beruflichen Ruhestand zumindest, Ruhestand ist immer so eine Sache, gell? Aber im beruflichen Ruhestand, fein. Gibt es jemanden, der aktuell keiner Beschäftigung, keinem Beruf nachgeht? Ja, gut, wunderbar. Habe ich jemanden vergessen? Habe ich jemanden? Politiker. Wo haben wir denn die Politiker? Ja, auch einige, stimmt. Gut. Vielen Dank. Jetzt, wo Sie wissen, aus welcher Ecke wir kommen, und ich finde es schön, dass wir so vielseitig zusammengesetzt sind, das hebt ja auch die Qualität des Dialogs. Jetzt, wo Sie wissen, wie wir da zusammengewürfelt sind, dürfen gerne diejenigen, die noch an den Seitentischen sind, auch vielleicht irgendwo Platz nehmen, wo sie sich wohlfühlen. Es wird dann natürlich auch an den Tischen diskutiert und hier die Statements auch abgeholt, wenn Sie das möchten. Gut, so viel zur Orientierung, wie das heute hier ablaufen soll. Jetzt darf ich aber die Bühne freimachen für unseren ersten Gast, Ali Maloji, der sich selbst bezeichnet als jemanden, der irgendwann mal ein Fehler im System war, ja, weil er als Flüchtlingskind aus dem Iran hierher gekommen ist, im Flüchtlingslager Dreiskirchen aufgewachsen ist, hier auch zur Schule gegangen ist, die dann einmal abgebrochen, dann fertig gemacht hat, verschiedene Jobs dann auch versucht hat und irgendwann mal gesagt hat, ich verwirkliche meinen Jugendtraum, ich gründe Videoplattform WatcherDo, viele von Ihnen sicher kennen, das, wie soll ich sagen, das Handbuch der Lebensgeschichten ist es eigentlich, wo ganz viele Menschen ihre Geschichte erzählen, wer sie sind,
wie sie das geworden sind, was sie sind, und damit in der Zwischenzeit mehr als 1 Million Menschen monatlich auch wiederum eine Perspektive geben, vielleicht auch ein Vorbild geben, vielleicht auch Mut geben, wie auch immer, einfach dadurch, dass man diesen Menschen bei ihren Geschichten zuhören darf. Seit dem Jahr 2013 ist er auch EU-Jugendbotschafter. Das macht es auch nochmal spannend, was er da alles zu erzählen hat. Und ich denke, man könnte ihm ewig zuhören. Wahrscheinlich würde seine Geschichte den ganzen Abend füllen. Jetzt hat er gerade mal 10 Minuten, der Arme. Aber jedenfalls, da ist er. Ali Maloji, herzlich willkommen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Hören Sie mich? Ja. Die ganze Sache wird jetzt auch gerade, glaube ich, komplett live übertragen. Das heißt, wenn jemand zuschaut, hallo Mama, ich habe es geschafft in die WU. endlich. ich war heute schon in Deutschland und bin gerade vor 2 Stunden hier gelandet in Wien und habe lange überlegt, über was ich genau reden soll. Und wir haben, glaube ich, aktuell so viele Themen in der Welt, dass es für mich schwer ist, mich auf ein Thema zu konzentrieren. Und Sie haben gehört, ich habe auch nur 10 Minuten, was sehr schwierig ist für mich, weil ich komme aus dem Iran und wir reden alle sehr viel. Ich glaube, es wird eine Summe werden aus meinen Erfahrungen der letzten 35 Jahre meines Lebens, speziell aus den letzten 5 bis 6 Jahren meines Lebens, wo ich begonnen habe, mein eigenes Unternehmen in Österreich zu gründen, aber auch darüber, wie wir mit dem Thema Sicherheit in unserer Welt umgehen. Und mit der Sicherheit meine ich jetzt nicht die Sicherheit draußen in der Welt, sondern die Sicherheit, die wir in uns selbst haben. Aus meiner Sicht leben wir in Österreich in einem Land, wo ganz vieles möglich ist. Und die Wahrheit ist, es steht hier heute oben, also das ist schon wieder weg, die Folie, aber da oben stand es gerade vor Österreich spricht. Und allein die Möglichkeit zu haben, als jemand, der nicht in diesem Land geboren wurde, hier zu stehen vor Ihnen und meine Perspektive darzustellen, ist, glaube ich, wirklich schön, also zeigt sehr schön auf, welche Chancen es in diesem Land für jeden Menschen gibt. Ich bin, es wurde vorher schon eingangs erwähnt, ich bin aus dem Iran, meine Eltern sind geflohen, ich bin in Traiskirchen aufgewachsen, wir haben dann irgendwann die Zusage bekommen, wir können hier bleiben in Österreich, bin dann hier in die Schule gegangen, bin hier aufgewachsen und das Interessante war, als ich mein Unternehmen gegründet habe vor einigen Jahren, haben alle Leute zu mir gesagt, bist du wahnsinnig, du gründest ein Unternehmen in Österreich, na spinnst du. Das war 2011, habe ich mich dazu damals entschlossen, da gab es keine Start-ups, dieses neumodische Wort gab es damals so nicht. Und viele Leute haben zu mir gesagt, du bist ja wahnsinnig, ja? Ein Unternehmen gründen, das kannst du nicht machen, geh in Silicon Valley, geh woanders hin. Und was ich damals gemerkt habe, war eine Angst, die die Menschen hatten vor dem Scheitern. Aber eine Angst, die aus meiner Sicht niemals wirklich, wirklich echt war. So, wenn ich mir Österreich anschaue, ich weiß noch, dass damals die Leute zu mir gesagt haben, da bist du wahnsinnig, dein Unternehmen gründen, wenn du scheiterst, wenn du auf die Schnauze fliegst, Ali, das ist eine Katastrophe, du bekommst kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld und solche Geschichten, ja. Und ich weiß noch, welche Sache ich damals den Leuten gesagt habe. Ich habe damals den Menschen gesagt, ich lebe in Österreich. So, wenn ich mir in Österreich die Hand breche, kann ich in das nächste Krankenhaus gehen und niemand kümmert sich um mich. Wenn ich theoretisch sage, ich habe Durst, kann ich zur nächsten Toilette gehen und dort aus dem Wasser trinken. Also quasi zur Toilette trinken. So, wenn ich theoretisch hergehe und sage, so mein Unternehmen geht in 3 Jahren vielleicht krachen, gibt es für meine Mitarbeiter immer noch ein System, welches sie und quasi ihre Familien irgendwie auffängt. In Österreich haben wir ein Land, welches auf die wichtigsten Sachen für uns achtet, für unser Leben. Und trotzdem haben wir oft Angst zu scheitern vor den diversesten Dingen da draußen. Und ich glaube, so was wir aktuell brauchen in dieser Welt, um mit den Herausforderungen umzugehen, ist nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, alle anderen sind schuld, sondern zu beginnen, selbstwirksam zu agieren. Genau solche Events, so wie heute Abend, sind, glaube ich, wirklich der erste Schritt, wirklich die Menschen wieder daran zu erinnern, welche Kraft wir alle haben, welche Macht wir alle haben. Ich bin viel in Schulen unterwegs, ich bin viel bei Schülern, bei Lehrern, bei ganz vielen Menschen, die mit dem Thema Bildung auch zu tun haben. Und was ich oft sehe, ist, dass wir oft, wenn wir über uns Menschen reden, das Gefühl haben, wir können nicht mit dieser Unsicherheit dieser Welt umgehen. Aktuell haben wir eine Welt da draußen, egal ob es jetzt der große Arbeitsmarkt ist, zum Beispiel, ja, das beste Beispiel Arbeitsmarkt, ja, zum Beispiel. Es ist aktuell so, es gibt keine lebenslangen Jobs mehr. Als ich ein Kind war, wurde mir immer erzählt, Ali, eines Tages, wenn du deine Ausbildung fertig machst, fangst du in einem Unternehmen an und du arbeitest brav bis nach oben und dann bist du eines Tages der Chef vielleicht und dann kommt die Pension und du kannst dich dann endlich zurücklehnen und das Ganze genießen. Jemand, der heute die Schule fertig macht in Europa, hat bis zum Eintritt seiner Pension über 10 verschiedene Jobs. Das ist auf 50 Jahre Arbeit gerechnet, circa ein Jobwechsel, 3 bis 5 Jahre. Und das ist keine Zukunftsmusik, das ist heute ganz normal. Und wenn ich heute mit Menschen oft rede über die Problematen, also über die Schwierigkeiten, die wir haben, über die Probleme, sagen die Menschen immer, alles verändert sich, wird immer schneller, aber wir können damit nicht umgehen. Und was wir lernen müssen, ist zu verstehen, dass diese Sicherheit, die wir oft in unserem Leben glauben gehabt zu haben, durch den Arbeitsmarkt, durch die Politik oder wie auch immer, das war immer eine Sicherheit, die war geborgt. Weil der Kern unseres Lebens oder von uns Menschen aus meiner Sicht ist unser Potenzial, uns sehr schnell anzupassen an die Gegebenheiten, die wir haben.
Ich weiß nicht, ob Sie sich daran zurückerinnern können, aber an dem Tag, an dem Sie geboren worden sind, Sie alle, waren Sie ein Stück Hardware ohne Software. Sie konnten nicht gehen, Sie konnten ja nicht mal sprechen. Heute können Sie Deutsch sprechen, Sie können durch die Gegend gehen. Und wissen Sie, was das für eine schwere Leistung ist für unser Gehirn? Wenn ein Kind geboren wird in Österreich, in einer Wiener Familie, wird es irgendwann Deutsch sprechen können. Wenn dasselbe Kind mit demselben Gehirn in China geboren wird, kann es die Sprache von dort. Wird das Kind mit demselben Gehirn quasi in Frankreich geboren, kann es Französisch. Aber niemand zwingt dieses Kind, die Sprache zu lernen, sondern wir haben in uns das Potenzial eingebaut und die Neugierde, das weiß mittlerweile die Gehirnforschung, Dinge automatisch zu lernen, wenn wir Teil einer Gesellschaft sein wollen. Hätten wir das nicht in uns eingebaut, wären wir niemals fähig gewesen, so etwas Komplexes wie die Sprache aus dem Nichts heraus zu lernen und wirklich aus dem Nichts oder gehen lernen. Ich meine, sehen Sie sich mal ein kleines Kind an, wie die gehen lernen. Ein Kind steht nicht von heute auf morgen auf und geht und sagt, alles ist perfekt, sondern ein Kind sieht die Eltern, sieht die Gesellschaft und will dabei auch teilhaben. Und ein Kind zieht sich vielleicht 40 Mal bei einem Tisch hoch und fällt 40 Mal auf die Schnauze, schlägt sich das Knie vielleicht auf, beginnt zu weinen. Aber hört ein Kind auf, es wieder zu versuchen? Das Kind weiß ja nicht mal, dass es einen Fehler gibt auf dieser Welt. Für das Kind ist ein ganz normaler Lernprozess und beim 41. Mal schafft es das Kind vielleicht zu gehen, den ersten Schritt zu machen. Und Jahre später haben wir plötzlich eine Gesellschaft, wo sich Dinge verändern, wo die Menschen aber sagen, oh Gott, wir sind nicht lernfähig, wir sind nicht veränderungswillig. Wir können das ja alles nicht. Und ich kann Ihnen etwas sagen. Ich glaube, dass wir Menschen langsam beginnen sollten zu hinterfragen, woher dieses Denken kommt an uns selbst. Und so, warum wir in einer Gesellschaft oft leben, gerade in der westlichen Welt, wo wir für jeden einen Schuldigen kennen, für alle Probleme in unserer Welt immer jemanden kennen, wo wir mit dem Finger drauf zeigen können, anstatt uns zu fragen, was kann ich selbst tun? Als ich damals Lehrer war, ich habe 2010 unterrichtet in einem Gymnasium, ist mir ein Paradoxon aufgefallen, wo ich gesehen habe, wie bei uns überhaupt diese Angst vor Fehlern sich vielleicht einschleicht. Sehen Sie sich mal ein vierjähriges Kind an. Ein vierjähriges Kind rennt auf einem Spielplatz herum und ist neugierig. Vierjährige Kinder zum Beispiel laufen andauernd herum, fragen andauernd, warum, warum, warum. Die wollen alles wissen. Das ist total nervig manchmal für junge Eltern. Ja? Aber so ist der Mensch. Sie kommen aber zum Beispiel dann in die Schule, und das habe ich damals selber gesehen, als ich Lehrer war. Sie kommen in die Schule als Kind, sind neugierig, aber was sie dort ab dem ersten Tag lernen, ist zum Beispiel, da draußen steht ein Mensch, ein Erwachsener, ein Lehrer, und der erzählt ihnen, wie die Welt aussieht. Und sie dürfen es nicht mal hinterfragen. Sie müssen die Dinge so wiedergeben, wie das dieser Mensch von ihnen will. Und wenn sie das so wiedergeben, wie der das von ihnen will, dann sind sie eine 1 oder eine 5 oder etwas dazwischen. Sie werden plötzlich bewertet. An dem Tag, an dem sie geboren worden sind und quasi gelernt haben zu gehen, haben sie ja nicht mal gewusst, dass es eine Bewertung gibt. In derselben Schule schreiben sie einen Test mit 20 Beispielen und sie bekommen diesen Test zurück. Und da steht drauf, sie haben 4 Fehler, aber nicht, sie haben 16 richtige. Plötzlich lernen sie, wenn sie Fehler machen, also auf die Schnauze fallen, genau das, mit dem sie gelernt haben zu gehen, das ist schlecht. Erst wenn sie 0 Fehler machen, sind sie gut genug für die Wirtschaft da draußen. Und so wachsen wir heran. Und was wir wieder lernen müssen, ist, dass wir wieder selbstwirksam werden und verstehen, wer wir sind mit unserem Potenzial. Weil die Herausforderungen da draußen werden nicht weniger, sie werden mehr. Und die Welt, die wir aktuell haben, die wird sich so schnell verändern. Und es gibt niemanden, der alle Möglichkeiten auf dieser Welt kennt. Aber wenn wir als Menschen beginnen, unser Potenzial zu glauben, zu verstehen, wer wir sind, in unsere innere Achtsamkeit hineingehen, dann können wir mit allen Dingen da draußen umgehen, egal, ob wir mit einer Sicherheit gerechnet haben oder nicht. Weil ich glaube, eine Sache, die wir unserer Gesellschaft nicht braucht, ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen und für alles einen Schuldigen zu wissen. Ich selbst bin hierher gekommen als Flüchtling und das Schönste in meinem Leben war, ich habe bis zu meinem 10. Lebensjahr, waren meine Klamotten alle von der Caritas und von dem Roten Kreuz. Und als ich 11 Jahre alt war, hatten wir 13 Wohnungen schon bereits hinter uns in Wien. Wir sind quasi von einem kleinen Loch ins nächste gesteckt worden. Aber was ich dort gelernt habe, war, dass es die Sicherheit nicht gibt. Und ich glaube, dieses Denken, diese Hoffnung an eine bessere Zukunft, die man selber in der Hand hat, hat vielleicht mich und meine Familie überhaupt dahin gebracht, unsere Chancen zu nutzen. Wir müssen auch verstehen, dass wir oft Angst haben zu scheitern und das nicht unsere Angst ist, sondern die Erwartungen einer Gesellschaft da draußen. Wir laufen oft durch die Welt und leben die Hoffnungen und die Träume anderer Menschen und dann verhalten wir uns auch so, wie wir glauben, dass wir uns verhalten sollten. Aber ich glaube, damit sollte langsam Schluss sein und wir sollten wirklich beginnen, uns zu fragen, wer bin ich, was will ich und was kann ich dazu beitragen. Weil wenn wir heute nämlich ein Problem in dieser Welt sehen, jeder einzelne von uns, und wir wollen dieses Problem in den nächsten 10 Jahren nicht mehr sehen, dann liegt es nur an uns, das irgendwie auch anzupacken. Weil wenn wir in 10 Jahren immer noch vorm Spiegel stehen, mit dem Finger auf dieselben Schwierigkeiten zeigen und sagen, alle anderen sind schuld, dann können wir eigentlich die Schuld nur uns selbst geben. Weil wir alle haben die Macht, unsere Zukunft zu verändern, jeden Tag mit den Entscheidungen, die wir treffen. Weil sehen Sie sich mal Ihr Leben an. Ganz ehrlich, wer von Ihnen hat sich ausgesucht, wer die eigenen Eltern sind? Bewusst. Richtig bewusst. Oder wer hat sich ausgesucht, ich werde in Wien geboren, in Döbling vielleicht? Wer? Unser Alter, unsere Herkunft, unser Geschlecht, unsere Haarfarbe, unsere Hautfarbe, unser Vorname, das sind Zufälle. Und je nachdem, wie ich aussehe, werde ich irgendwie bewertet oder in einer Kiste gesteckt.
Mein Name ist Ali und wenn ich mich in Österreich bewerbe oder auch in Deutschland, bei gleicher Qualifikation wie ein Österreicher oder ein Deutscher, ich habe 6-mal schlechtere Chancen, diesen Job zu bekommen. Nur wegen meiner Herkunft, meines Namens, meines Aussehens. Ist das fair? Wir reden davon, dass Männer und Frauen in dieser Welt gleich sind, aber stelle ich mal die großen Machtsysteme dieser Welt an, wo sind denn die Frauen? Ist das, weil sie schlechter sind? Nein. Aus Untersuchungen wissen wir ja teilweise, dass Frauen viel besser sind in einigen Entscheidungen, aber wir leben in einer Welt voller Vorurteile, wo einem Mädchen manchmal erzählt wird im Alter von 4 Jahren, Frauen sind schlechter im Bereich Führung oder im Bereich Technik, das ist mehr was für die Jungs und damit wachsen wir auf. Wenn ich 20 Jahre alt bin in der Welt, bin ich jung und dynamisch, bin ich plötzlich 65, gehöre ich irgendwie offiziell zum alten Eisen, auch laut den Medien manchmal. Wir leben in einer Welt, wo wir oft kategorisiert werden und diese Kategorisierung, woher wir kommen, wann wir geboren worden sind, das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber was wir uns aussuchen können, ist jeden Tag, was wir daraus machen. Weil wenn wir eine bessere Zukunft wollen, dann müssen wir verstehen, dass jeder Einzelne von uns diese Zukunft ist und sonst niemand. Danke. Jetzt hast du mir noch ein Stichwort gegeben, weil du gesagt hast, nicht mit den anderen, nicht auf die anderen mit dem Finger zeigen. Da habe ich gerade erst ein Interview gelesen, muss wohl so im Jänner gewesen sein oder so, wo du gefragt wurdest, du hast die Facebook-Seite von HC Strache geliked, wie das zustande kommt. Und da hast du gesagt, ja, ich mache das bei jedem, aber auch und ganz besonders bei denjenigen, die ein Stück weit anders denken, weil ich eben gerne dahinter schauen möchte, weil ich zuhören möchte, weil ich wissen möchte, wie kommt denn diese Denkwelt auch zustande. Und dieses Zuhören bietet mir jetzt auch eine gute Brücke eigentlich für die Ankündigung der beiden Menschen, die eigentlich dieses Bürgerinnenforum auch initiiert haben, die dieses Zuhören, so möchte ich es jetzt mal fast auch sagen, zu einem sehr aktuellen politischen Wert erkoren haben, nämlich Irmgard Gries und Matthias Strolz, die beide auch ein ganz, ganz starkes Verlangen danach haben, tatsächlich einen neuen politischen Stil hier zu etablieren und auch mit dem Dialog das hier in die Wege leiten und hier in Österreich einpflanzen wollen. Ich denke, die beiden verbindet einiges miteinander. Ich bin jetzt mal gespannt, was die beiden aktuell so beschäftigt. Sie werden das in ihren Statements mit uns teilen. Ich glaube, Sie beginnen, meine Damen und Herren, Irmgard Gries. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Ali Malocci, für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Und Sie haben ja ein Thema angesprochen, das ganz wesentlich ist. Das Thema, dass es sehr viel Unsicherheit in unserer Gesellschaft gibt. Dass viele Menschen sich unsicher fühlen, Angst um die Zukunft haben, Sorge, was die Gegenwart betrifft. Und diese Stimmung in der Gesellschaft, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich uns auf uns selber besinnen, was ja notwendig wäre, diese Stimmung in der Gesellschaft führt dazu, dass populistische Bewegungen in allen westlichen Demokratien auf dem Vormarsch sind. Manchmal wird das ein bisschen gestoppt, aber sie sind vorhanden. Und diese Unsicherheit, diese Angst ist eine der Ursachen. Ich möchte nun in 3 Gebieten auch Ursachen ansprechen. Ursachen, die wir vielleicht ein bisschen leichter beheben können, um hier zu einer Gesellschaft zu kommen, die sich selber vertraut, die ihr Schicksal in die Hände nimmt, Menschen auch, die sich etwas zutrauen. Das ist ja eigentlich das Um und Auf, dass wir sagen, so wie Sie das gesagt haben, Ali Malocci, wir gestalten ja unser Leben. Wir leben, wir werden nicht gelebt, sondern wir leben. Und die 3 Bereiche, die ich ansprechen möchte, in der die Politik etwas bewirken kann, das ist zuerst der Bereich der Transparenz, im staatlichen Ablauf, Amtsgeheimnis, Transparenz. Der 2. Bereich ist die Bürokratie, wo wir uns selber Fesseln anlegen. Und der 3. Bereich, zu dem ich etwas sagen möchte, ist die Bürgerbeteiligung. Wie erreiche ich, dass eine Demokratie lebt? Und eine Demokratie hängt ja in ihrer Wirksamkeit davon ab, wie weit wir uns Bürgerinnen und Bürger einbringen. Österreich ist, glaube ich, überhaupt der einzige Staat weltweit, jedenfalls einer der ganz wenigen Staaten, wenn es noch andere gibt, der das Amtsgeheimnis in der Verfassung verankert hat. Artikel 20, Absatz 3
unserer Bundesverfassung. Wenn man aber diese Bestimmung durchliest, dann denkt man sich, eigentlich ist das gar nicht unvernünftig, nicht? Weil das ist sehr eingeschränkt, unter welchen Voraussetzungen das Amtsgeheimnis gilt. Gelebt wird es freilich anders. Gelebt wird so, dass man manchmal den Eindruck bekommt, alles, was in einem Amt passiert, fällt unter das Amtsgeheimnis, ob am Vormittag Kaffee oder Tee getrunken wird, mehr oder weniger. Aber jedenfalls, das Amtsgeheimnis, das ist so eine Art Schutzschild. Als man mich gefragt hat, ob ich diese Hypo-Untersuchungskommission machen würde, da war eines der ganz wesentlichen Themen das Amtsgeheimnis. Und die Leute haben gesagt und die Zeitungen haben das geschrieben, ja, was will denn die überhaupt da machen? Es gilt ja das Amtsgeheimnis. Und sie wird nichts erfahren, sie wird gar nichts herausfinden können, denn alles ist geheim. Man hat dann gesehen, dass es doch nicht ganz so ist. Ich glaube aber, was wir bräuchten in Österreich, wäre das Amtsgeheimnis abschaffen und stattdessen den Grundsatz der Transparenz verankern. Dass staatliche Vorgänge für uns Bürgerinnen und Bürger transparent ablaufen müssen. Warum ist denn ein Beschaffungsvorgang wie der Kauf der Eurofighter, die wir mit unseren Steuern zahlen, warum ist das geheim? Warum durften wir nicht wissen, was in dem Vergleich drinnen steht? Das ist doch unser Staat. Wer ist denn der Staat? Der Staat, wenn wir sagen, der Staat, das sind wir, die Bürgerinnen und Bürger, uns gegenüber ist das alles geheim. Die Transparenz ist die beste Garantie, dass Korruption möglichst ausgeschaltet wird. Ganz ohne wird es nicht gehen, solange es Menschen gibt. Aber immerhin auf ein vertretbares Maß zurückgeschraubt wird. Und außerdem wäre die Transparenz ein ganz wesentliches Hilfsmittel, um die Integrität der Politikerinnen und Politiker sicherzustellen. Wenn die Vorgänge transparent ablaufen, dann kann ich mir halt solche Mauscheleien nicht leisten. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Bürokratie. Und ich weiß nicht, ob Sie die Presse am Sonntag gelesen haben, aber da war ein Artikel über eine ganze Seite über die vielen Vorschriften, die in Österreich zu berücksichtigen sind, wenn zum Beispiel in einem Krankenhaus der Feuerlöscher nicht im ersten Gang, sondern im zweiten Gang aufgehängt wird. Wie viele Normen hier eine Rolle spielen, wie viele Verordnungen hier zu beachten sind. Man kriegt den Eindruck, und das nicht zu Unrecht, dass wir uns mit Vorschriften Fesseln anlegen. Es gibt so viele, niemand blickt mehr durch. Ein Unternehmer, das hat mir jetzt bei einem dieser Tischgespräche ein Unternehmer gesagt, wissen Sie, es ist so viel Unproduktives, was wir in unserem Unternehmen ständig beachten und berücksichtigen müssen, dass er Wahnsinn ist. Die Kontrollen, die da vorgeschrieben sind, oder einer hat mir gesagt, er hat ein Unternehmen und da brauchen sie auch Schutzhelme, aber sehr selten. Aber alle 5 Jahre müssen sie es austauschen, weil die ein Ablaufdatum haben und es wieder eine Kontrolle gibt, was eigentlich wirtschaftlich, sicherheitstechnisch null bringt. Und mein Vorschlag dazu wäre, dass man eine Inventur aller Vorschriften macht, die zum Beispiel die Wirtschaft betreffen, und dann sagt, diese Vorschriften sind notwendig, diese Vorschriften sind überflüssig und diese Vorschriften sind sogar schädlich. Und die schädlich und überflüssig sind, aufhebt. Und für die Zukunft, das ist ja jetzt propagiert worden, dass man das macht, dass man immer dann, wenn eine neue Vorschrift erlassen wird, eine andere aufhebt. Aber ich finde, wir könnten uns da mehr trauen, so wie die Engländer. Eine neue Vorschrift, 2 andere aufgehoben. Wir haben so viele neue Gesetze. Ständig kommen neue dazu und kein Mensch hat mehr den Durchblick. Was dazu auch sein müsste und was notwendig wäre, das wäre ein
legislativer Dienst für das Parlament, der diesen Namen verdient. Wenn Sie sich überlegen, jedenfalls in der Theorie, sollte die Gesetzgebung im Parlament passieren. In der Theorie. Wir alle wissen, dass es nicht so ist, dass die Gesetzesentwürfe woanders ausgearbeitet werden. Aber wichtig wäre das doch. Und dazu braucht das Parlament einen Apparat mit den besten Legistinnen und Legisten, die auch darauf achten, dass dann Vorschriften herauskommen, die man auch als normaler Mensch versteht, die man auch vollziehen kann und, das wäre ganz wichtig, die nach einer gewissen Zeit außer Kraft treten. Automatisch die sogenannte Sunset Clause. Weil wenn man sieht, man braucht es noch, dann kann man ja aktiv werden und sagen, das müssen wir wieder in Kraft treten, das müssen wir verlängern. Aber das wäre schon eine Hilfe bei diesem Wust von Vorschriften und wir würden Fesseln abstreifen, die wir uns selber anlegen. Das dritte Thema ist die Bürgerbeteiligung. Ich war vorige Woche in der Schweiz, in Zürich, und habe dort auch so ein Tischgespräch gehabt und haben wir auch über die direkte Demokratie gesprochen. Und die Schweizer haben gemeint, die direkte Demokratie hat den großen Vorteil, dass es ein kontinuierliches Verfolgen dessen gibt, was die Politik vorhat. Dass die Bürgerinnen und Bürger eingebunden werden müssen. Aber sie haben gleichzeitig auch gesagt, selbst in der Schweiz, mit dieser langen Tradition der direkten Demokratie, beteiligen sich an den Abstimmungen vielleicht 50%, wenn es gut geht. Und es kommen auch Entscheidungen zustande, die eben nicht darauf beruhen, dass sich die Menschen wirklich intensiv mit dem Informationspaket, das jeder zugeschickt hat, kriegt, auseinandersetzen. Das heißt, die direkte Demokratie ist kein Allheilmittel. Umso weniger in einem Staat wie Österreich, der diese Tradition nicht hat. Man muss daher überlegen, wie man bei uns die Demokratie beleben kann. Und ich glaube, der erste Punkt wäre einmal, dass man sagt, das politische Gespräch, den politischen Diskurs untereinander zu beleben, die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich stärker mit Politik auseinandersetzen, politische Gespräche führen. Und diese Gespräche müssen von einem Respekt für die Fakten getragen werden. Ich muss von gewissen Grundlagen ausgehen und von einem Respekt für das Gegenüber. Das ist ganz entscheidend. Dass ich nicht von vornherein sage, na der ist jetzt für das und daher rede ich mit dem gar nicht. Das würde die Demokratie beleben. Und als Modell schwebte mir vor, das zu machen, was die Iren jetzt machen. Eine Bürgerversammlung, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelost werden, 99 Bürgerinnen und Bürger, die einmal im Monat zusammenkommen über einen bestimmten Zeitraum und dann ganz wesentliche Themen beraten. Zurzeit in Irland soll die Abtreibung legalisiert werden. Die hören Experten, treffen dann eine informierte Entscheidung, geben eine Empfehlung an das Parlament und das Parlament, nachdem das eine solche demokratische Legitimation hat, folgt dem auch in der Regel. Die haben zum Beispiel im vergangenen Jahr die Homo-Ehe eingeführt, aufgrund eines solchen Beratungsprozesses. Das könnten wir uns überlegen und in Österreich damit erreichen, dass sich die Menschen stärker mit der Politik auseinandersetzen. Danke. Vielen Dank. Danke. Ja, es gäbe ja schon ein paar Ideen. Ja, damit darf ich die Bühne nahtlos übergeben an den Matthias Strolz, obwohl ich Ihnen gleich sagen kann, ich bin mir nicht sicher, ob er auf der Bühne bleibt. So umtriebig ist er als Kämpfer für Erneuerung, für Transparenz und natürlich auch für die Bildung. Okay. Heimspiel für den Matthias Strolz, Wirtschaftsuniversität Wien. Herzlich willkommen auch an dich. Dankeschön. Ja. Ich gehe tatsächlich gern im Reden. Wir haben uns ausgemacht, die Frau Christ, der Ali Malocci und ich, dass wir Ihnen ein Buffet ausschildern. Und Sie werden ja jetzt nach meinem Impuls dann selber Richtung geben, in welchen weiteren Vertiefungen wir uns bewegen im Laufe des Abends. Das heißt, ich stelle jetzt einfach ein paar Themen dazu, zum Buffet. Eines steht schon,
Ali Malocha hat die Themenlandschaft Bildung aufgemacht. Ich stelle trotzdem hier noch was mit hinein in diese Abteilung, weil es ist mir so wichtig. Es ist mit der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich das Gefühl habe, das läuft nicht gut genug in Österreich. Es läuft überhaupt nicht gut im Vergleich zu dem, was wir ausgeben und im Vergleich zu dem, was wir brauchen. Die Frage ist, warum ist mir die Bildung so wichtig? Das hat mit dem Menschenbild zu tun, das mir wichtig ist, dass auch unsere Bürgerinnenbewegung NEOS mit in die Kraft bringen will. Und das ist natürlich ein Bild, das groß vom Menschen denkt. Also wir denken groß vom Menschen. Wir glauben, dass in jedem von uns Talente stecken. In jedem. Und wir glauben so entlang des Bildes von Ali Malocci, dass diese Talente auch nur eine Richtung kennen von der Grundanlage des Lebens. Die wollen raus. Und in unserem Bildungssystem schaffen wir es, dass wir viel zu viele Talente so zupfropfen, dass sie nicht rauskommen. Wenn Sie an Ihre eigene Bildungskarriere denken, Schule, denken Sie mal an das Erlebnis, was Sie am meisten stolz oder mit Freude erfüllt hat in Ihrer Schulzeit. Graben Sie mal in Ihrer Erinnerung. Glücklich jene, die was finden. Es gibt zu viele, die auch nichts finden. Ich war letztens bei einem Elternabend zu einer freien Schule, wenn wir uns auch überlegen, für unsere drei Kinder. Und wir haben so eine erste Vorstellungsrunde gemacht mit den Anwesenden. Und die Hauptmotivation der meisten Eltern war, ihr Kind in eine freie Schule zu geben, weil sie sagen, ich habe die Schulzeit so elend in Erinnerung, die eigene. Es war eine verdammt unglückliche Zeit. Einer hat so gesagt, das war die unglücklichste Zeit meines Lebens. Und das ist natürlich fürchterlich, solche Aussagen. Wenn ich mir denke, ich habe dann selber drei Töchter, dann liege ich am Abend wirklich nach so einem Erlebnis im Bett, schaue an die Decke im Schlafzimmer und denke mir, hoffentlich erfährt eines meiner drei Kinder es derzeit nicht als die elendste Zeit ihres Lebens. Das ist ja Wahnsinn. Da will ja was außer, das sind ja alle, die haben ja alle Talente. So, und wenn Sie jetzt an Ihre eigenen Erfahrungen denken, dann wird das was zu tun gehabt haben, wo Sie freudvoll oder lustvoll waren, mit Ihren ganz persönlichen Interessen, Bedürfnissen, Talenten, wo plötzlich ein Raum aufging, wo Sie erblüht sind. Und dieser Raum sollte jeden Tag aufgehen in der Schule und im Kindergarten. Kindergarten soll es beginnen. Wir sollten im Kindergarten mehr investieren. War in Schweden in einer Schule von 3 bis 14-Jährige oder 12-Jährige waren alle unter einem Dach und die war in der Kindergartengruppe und sagt, wo sind die Kinder, wie viele sind krank heute? Dann sagte die Pädagogin, keine, sind alle da? Sag ich, das gibt es nicht. Eine Pädagogin auf 5 Kinder? Wie macht sie ja Schweden das? Sagt sie, für uns ist es völlig klar, dass wir für eine 5-Jährige mehr ausgeben als wir für eine 13-Jährige. In Österreich haben wir die Arbeitshypothese, für die kleinen Kinder muss nicht viel können. Wir nehmen auch nicht viel Geld in die Hand. Die Kindergartenpädagogen, Pädagoginnen werden extrem schlecht bezahlt. Wir nehmen oft auch Leute dazu, die einen 6-Wochen-Kurs haben, als Hilfspädagogen, und sagen, okay, das Kleine kann sich eh nicht wehren. Und da ist nicht viel los. Nur weil bei 12-Jährigen quasi die Pickel größer sind, müssen wir nicht glauben, dass beim 4-Jährigen nicht auch verdammt viel los ist. Motorisch, Sprachentwicklung, physiologisch, da haben wir völlig den falschen Blick. Und in der Schule, ich komme heute, früh haben wir im Bildungsministerium eine Verhandlungsrunde gehabt, oder Verhandlung, weiß ich keine, weil mit uns keiner verhandelt, mit der Gewerkschaft wird verhandelt, 16 Verhandlungsrunden, aber 50% der Volksvertreter werden ausgesperrt, wir können also Friesvogel stirbt, sage ich, ihr seid wirklich angerannt, das regt mich nicht mehr auf, weil seit 3 Jahren, sage ich, macht es einen ordentlichen Prozess. Im November 2015 haben sie ihre Punktation, fast geil, damals Übertitel präsentiert. Und jetzt haben sie gesagt, bis Juni 2016 werden sie es im Parlament umsetzen. Jetzt haben wir März 2017 und da kommt die Gewerkschaft dann drauf, wir sind eigentlich nicht einverstanden, dann steht das Getriebe wieder. Da sage ich, das ist nicht okay. Und dann steht im Gesetzesvorschlag, der vor 2 Tagen in Begutachtung gegangen ist, es kann der Landeshauptmann sich per Landesgesetz zum Chef der neuen sogenannten Mischbehörde, der neuen Schulbehörde machen. Eine Mischbehörde, Land, Bund, Mischbehörde, Mischmaschbehörde. Sowas finde ich elend, weil wir wissen, wenn die Landeshauptleute oberste Schulpolitiker sind, haben sie eines im Sinn, nämlich Parteipolitik in die Schule zu tragen.
jede Direktorenbestellung eine parteipolitische Veranstaltung und das müssen wir abschaffen, weil das nicht im Sinne der Kinder ist. Parteibücher raus, sie sind heute die wichtigsten Bücher des österreichischen Schulsystems. Mit der neuen Gesetzesnovelle wird es das wichtigste Buch bleiben und ich bin dafür, diese Bücher in der Mitte auseinanderzuschneiden und zu verbrennen. Das ist die Bildung. Zweites Thema, ich möchte Sie entführen in Ihre Geldtasche. Ein bisschen habe ich noch. Wen heute, ein junges Paar, beide verdienen, sagt, wir wollen uns ein Eigenheim schaffen. Das war für unsere Väter- und Müttergeneration auch möglich. In der Regel sogar, wenn eine Person verdient hat. Dann ist das heute nicht mehr möglich. Und ich halte es für falsch, ich halte es für Freiheitsberaubung. Wir haben die zweithöchste Steuerabgabenquote Europas, nur noch an einem Ort auf diesem Kontinent, nämlich in Belgien mit einem ganz elenden Föderalismus. Selbe Problem übrigens wie in Österreich. Nehmen es den Leuten mehr aus der Geldtasche. Ansonsten gibt es kein Land mehr auf diesem Kontinent, wo es dir mehr Monatsende aus der Geldtasche räumen. Ich sage nicht, wenn es für gescheite Dinge ist. Aber ich sage, wenn es für alle möglichen Sauereien ist, wo ich einfach nicht einverstanden bin, ist nicht okay. Höchste Parteienförderung Europas wird jedes Jahr erhöht. Ganz verlässlich. Nur in einem Bundesland, nicht im Übrigen, Vorarlberg, weil Neos im Landtag ist und da gesagt haben, oh, da machen die wieder so viel Lärm, das lassen wir lieber. Und in Wien haben die Neos die Parteienförderung für Akademieförderung nicht angenommen, weil die Wien hat in Österreich die höchste Parteienförderung und dann haben sie nach der letzten Wahl noch was Neues erfunden. Beate Meinl-Reisinger sitzt dort und das war heldenhaft von dir und deinem Team, dass ihr auf das Geld verzichtet, weil ihr könntet es brauchen. Wir spielen Champions League barfuß mittlerweile mit Sandalen, aber es ist immer noch verdammt hart, auch in Sandalentolle zu schießen. Also wenn die anderen Steiermark haben, die Kommunisten mehr Plakate und Geld gehabt wie wir, das tut dann weh. Nicht einmal in jedem Dorf ein Plakat, ja, aber so ist es. Du musst auch beweisen, walk the talk, du musst einhalten, das was du versprochen hast. Sie verzichten jährlich auf 166.000 Euro in Wien. Das finde ich großartig. Das ist ein Beweis, dass sie das Wort halten. Und warum können jetzt junge Paare hier sich das, 3 Minuten habe ich noch, sich das nicht leisten? Weil natürlich zweithöchste Steuerabgabenquote Europas jedes Jahr in deine Geldtasche gegriffen und jedes Jahr stärker. Kalte Progression nennen sie es. Wir nennen es schleichende Steuererhöhung, kalte Enteignung. Wir haben jetzt eine Petition oder eine Unterstützung auch laufen, www.entlastung jetzt. Es haben die ersten 5 Tage 10.000 Menschen schon unterschrieben. Bitte unterschreiben, könnt sofort jetzt machen. Wir verhandeln hier dann auch mit dem Finanzminister, der ist ja auch vor zwei Tagen hinausgegangen und hat gesagt, er will es jetzt auch, die kalte Progression doch vollkommen vorziehen, also dass man das entlastet. Schluss mit heimlicher Steuererhöhung. Einem Haushalt mit 4.200 Euro brutto pro Monat, das ist so ein Durchschnittshaushalt, wenn beide verdienen, kostet es in den nächsten 4 Jahren über 2.000 Euro zusätzlich, die es da rausreißen. Und das fehlt den Leuten für die neue Waschmaschine, für sonst was. Autoservice. Letztes Thema, ich bin auf dem Weg nach Rom. Es ist der March for Europe am Samstag, 60 Jahre römische Verträge. Es war der Grundstein für Frieden, Wohlstand, Lebensqualität. Und das ist in Gefahr. Wir hätten es, zumindest meine Generation, vor 10 Jahren noch für unmöglich gehalten, dass der Krieg zurückkehrt nach Europa. Wir haben ihn mittlerweile in der Ukraine, wir haben ihn vor unserer Haustür in Syrien, wir haben einen völlig instabilen nordafrikanischen Staatengürtel, teilweise nicht einmal mehr Staaten sichtbar. Und Europa ergibt sich in einem Schwächeanfall. Neonationale Kraftmeierei in jedem Eck. Die Lösung besteht im Hochziehen nationaler Zäune, obendrauf ein Stacheldraht und alles wird gut. Ich halte es für grundfalsch. Ich halte es für eine Schicksalsfrage für meine Generation, für die Generation meiner Kinder, dass wir die Gemeinsamkeit kultivieren in Europa. Wir werden entweder das Gemeinsame kultivieren, kurzfristig gemeinsame militärische Kapazitäten aufbauen, zum Beispiel für Flugverbotszone in Syrien, damit wir dort zum Beispiel auch Flüchtlingen eine Heimat bieten können. Hätten wir das vor 6 Jahren angeboten unter einem UN-Mandat, und hätten gesagt, wir als Europäische Union sorgen dafür, wir hätten das Mandat bekommen, wir hätten die Flüchtlingsströme nicht so gesehen. Es war jetzt am Samstag, am Sonntag, Pulse of Europe, eine Veranstaltung in Wien. In 50 europäischen Städten stehen die Menschen auf mittlerweile, Pulse of Europe, schaut ins Internet,
geht's dorthin. Es ist am Samstag March for Europe in Rom, wo ganz viele Leute, die an der europäische Einigungsidee glauben, kommen werden. Und wir werden auf diesem Thema nicht locker lassen. Wir brauchen kurzfristige Antworten, mittelfristig, langfristig. Langfristig träume ich von einer Republik Europa. Wann immer es den Menschen gereicht hat auf diesem Kontinent, seit 2500 Jahren machen sie eines. Sie rufen, Krieg ist eine Lösung, sie rufen die Republik aus. Wir haben eine Tradition seit 2500 Jahren. Und ich glaube, die sollten wir auf Europa anwenden. Die Macht geht vom Volk aus. Und wir können das in Europa auch so organisieren. Gemeinsamkeit statt nationale, neonationale Logik und seine Hochziehen. Das ist meine Botschaft und ich hoffe, wir finden da viele Mitstreiterinnen, Mitstreiter. Ja, Matthias hat gesagt, wir wollen ein Themenbuffet für Sie eröffnen. Ich kann nur sagen, das Buffet ist eröffnet. Es ist schon einiges zu besprechen und einiges zu tun in diesem Land. Und jetzt ist die Frage, die wir hier gemeinsam beantworten wollen, welche Themen sind denn jetzt im Raum mit der stärksten Energie ausgestattet? Wo wollen wir denn noch in die Tiefe diskutieren? Und das wollen wir mit dieser digitalen Umfrage mit Ihnen gemeinsam beantworten. Wir haben eine kleine Testumfrage vorbereitet, aber zunächst einmal geht es um die Internetadresse, die Sie brauchen. Zücken Sie sehr gerne, wer möchte, sein oder Ihr Smartphone oder Tablet oder was auch immer Sie mithaben. Hauptsache, das Ding kann ins Internet. Es muss nämlich die Website ansurfen, fbr.io, fbr, so wie das Abkürzel für Feedbacker, also zum Feedback geben, fbr.io. Und wenn Sie diese Website ansurfen, Caro, gib mir mal das Bild, wo dann der Code einzugeben ist. Dann sollte das so ausschauen. Wir schalten das mal um, damit Sie das sehen. Der eine oder andere wird vielleicht eh schon dort sein. Dann könnte er, genau so schaut das dann aus, wenn Sie richtig ankommen. Und dort ist dann ein Code einzugeben. Mit diesem Code kommen Sie direkt auf die Umfrage. Erst eine Testumfrage, die wir vorbereitet haben. Ist jedenfalls YXYJC. Und während Sie das tun, darf ich Ihnen eine wichtige Information geben. Da müssen Sie sich nicht registrieren, da kriegen Sie keine Werbung, da werden Sie nicht irgendwie registriert oder so etwas, also irgendwie erfasst. Bitte keine Sorge, das ist ein hochrenommiertes, also ein sehr, sehr engagiertes Startup aus der Steiermark, das diese Website erfunden hat und wir haben uns da ganz genau erkundigt und da ist alles gut. Und dann klicken Sie auf Beitreten und wenn Sie das getan haben, dann sollte das Ganze dann so ausschauen, wie so eine erste kleine Testumfrage und da sehen Sie rechts oben, dass schon 77 sind schon in der Umfrage drinnen und 78 jetzt sogar schon und da geben Sie uns doch mal Feedback mit einem kleinen Test. Was hat Sie denn heute hierher geführt? Wollen Sie sich Irmgard Gries, Ali Maloci mal aus der Nähe anschauen und Matthias Strolz, den haben wir ganz aus der Nähe gesehen. Der kommt immer so richtig ganz nah. Ist es die richtigste Antwort, dass Ihnen die Politik einfach unsagbar wichtig ist? Oder der Veränderungswunsch? Oder haben Sie am Nachmittag einen Blick ins Fernsehprogramm geworfen und haben Sie gedacht, naja, schauen wir mal daher. Oder ist es ein ganz ein anderer Grund? In der Zwischenzeit haben 84 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gewotet. Ich würde sagen, wir geben der Sache noch 10 Sekunden und dann schauen wir uns das Ergebnis an, Caro. Denn wir haben ja auch tatsächlich noch das Themenbuffet vorbereitet, um das es dann im nächsten Schritt geht. 85, vielen Dank. Caro, gib uns das Ergebnis, schauen wir mal, wie denn das... Okay. Die Veränderung, die hat es Ihnen so richtig angetan, ja, die Wichtigkeit der Politik und auch ein bisschen unsere drei Gäste. Und natürlich gibt es auch den einen, der ist immer dabei übrigens, diese einen 2 oder 3%, die am Nachmittag kurz ins Fernsehprogramm geschaut haben. Vielen Dank, aber wir wollen ja auch die Themenauswahl kennen, mit der wir weiter diskutieren wollen. Und da haben wir diese 10 Themen, die jetzt ein Stück weit angesprochen wurden, sind in Thesen verpackt. Und diese Thesen, ich mag sie Ihnen jetzt gar nicht vorlesen, weil Sie können sie dann entweder in Ruhe hier weglesen oder direkt auf Ihrem Smartphone.
merken Sie jetzt vielleicht, dass Sie auch ein anderes Abstimmungskästchen bekommen haben, nämlich ein eckiges statt einem runden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Sie jetzt auch mehrere Themen angeben können. Jetzt können Sie natürlich sagen, die sind mir alle 10 wichtig, diese Thesen, aber das führt uns wahrscheinlich zu keinem guten Abstimmungsergebnis. Also es wäre gut, wenn Sie sich so für 3 oder 4 entscheiden, wo Sie sagen, da geht jetzt meine Energie am stärksten hin. Wenn es jemanden am Tisch gibt, der sagt, bei mir geht das nicht, bei mir funktioniert das nicht, dann schließen Sie sich gerne mit jemandem zusammen, mit dem es geht, weil Sie dürfen ja mehrere Stimmen abgeben, also dann voten Sie bitte sehr, sehr gerne gemeinsam. In der Zwischenzeit haben wir schon 58, 57er, 56, jetzt werden es wieder weniger, 88 Votes in der Zwischenzeit, aber 61 Menschen, die noch drinnen sind. Das soll Sie nicht irritieren, weil es gibt ja welche, die auch wieder rausgehen. Ja, deswegen sind die Votes eigentlich die Zahl, die wir brauchen. Ja, ich würde sagen, wir geben der Sache noch 10 Sekunden, Entschuldigung, und dann schauen wir mal, welche Themen die sind, wo wir jetzt noch weiter diskutieren wollen. 5, 4, Sie sind fein, wenn ich jetzt sage 3, wenn ich jetzt sage 2 und 1. Ja, Caro, dann schalt doch bitte das Ergebnis frei und schauen wir mal. Okay, also, wir haben 3, die ganz klar über 40% legen, nämlich 47%, das ist unser Winner mit der Parteipolitik in der Schule. Die hat dort nichts verloren, dieser These geben sie sehr viel Zustimmung. 45,8% ist, Österreich braucht einen neuen politischen Stil. Keine Hickhack-Spielchen, Bürgerinnen und Bürger müssen stärker in den Mittelpunkt kommen. Und an der dritten Stelle steht mit 44,6%, wenn mich nicht alles täuscht, ja, die Steuer- und Abgabenquote in Österreich. Das sind also Ihre 3 Favorites, die wir jetzt tatsächlich auch ein bisschen vertiefen wollen. Und da ist die Idee die, dass Sie sich an den Tischen zunächst einmal für 10, 15 Minuten zu dem Thema austauschen, einander ein bisschen auch erzählen, was Sie da so bewegt und was Ihnen da am Herzen liegt. Sie müssen sich natürlich zunächst einmal am Tisch für ein Thema entscheiden. Das ist schon ein bisschen ein demokratischer Prozess, ich weiß, da müssen Sie irgendwie durch. Also entscheiden Sie sich bitte für ein Thema am Tisch, nehmen Sie sich dann die Zeit, wirklich einander auch ein bisschen mitzuteilen, worum es Ihnen da geht. Und entscheiden Sie bitte dann auch, mit welchem besonderen Statement oder mit welcher besonderen Frage Sie gerne auch in die Diskussion einsteigen würden. Also ich wiederhole nochmal, rotten Sie sich auch bitte gerne zusammen, wenn Sie das Gefühl haben, da können noch 2 Tische fusionieren, dann tun Sie das. Unsere Gäste verteilen sich auch. Auch die Seitentische sind herzlich eingeladen, irgendwo dazuzugehen. Entscheiden Sie sich für eines dieser 3 Favorites. Diskutieren Sie, ich sage mal so 15 Minuten, ich melde mich dann mit einem akustischen Signal und entscheiden Sie, mit welchem Statement oder mit welcher Frage Sie gerne in die Diskussion einsteigen wollen. Alles soweit klar oder gibt es noch eine Frage dazu? Fein, dann wünsche ich Ihnen fruchtbare und konstruktive Gespräche. Ich melde mich in 15 Minuten bei Ihnen. So, und ich sage vielen Dank. Und ich frage mal so in die Runde, wir beginnen mit unserem Top-Favorite, die Parteipolitik hat in der Schule nichts verloren. Welche Tische waren denn mit diesem Thema beschäftigt? Darf ich mal in die Runde schauen? Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht geblendet werde. Ich werde total geblendet, ich stelle mich da in die Mitte. Welche Tische haben sich der Schul- und Bildungspolitik angenommen? Ja, 1 haben wir hier und 2, wunderbar. Dann darf ich bitte um ein Handfunkmikro bitten und Sie fragen, wer von Ihnen möchte denn 1 oder 2 Kernbotschaften aus dem, was denn bei Ihnen so diskutiert wurde, wiedergeben? Stehen Sie bitte gerne auf, damit man Sie sieht. Sie können gerne auch ein Wort sagen, also Ihren Namen sagen. Mein Name ist Seethaler. Ich bin pensioniert, war mein Leben in der Privatwirtschaft tätig, im Gesundheitsbereich
und bin aber nach wie vor auch selbstständig noch tätig. Okay. Wir haben auf dem Tisch eine ganz angeregte Diskussion gehabt zu dem Thema. Und ich möchte vielleicht nur vier Punkte erwähnen, die uns wichtig erscheinen, mit denen man sich beschäftigen müsste. In der Bildungspolitik, um aus diesem momentanen, ich sage jetzt bewusst, Chaos herauszukommen, ist natürlich die Frage, ist der Föderalismus in der Bildungspolitik, hat der dort wirklich Platz? Weil wir sind ja, ich meine, ein Land mit 8 Millionen. Mein Vater hat mir gesagt, ja, Tokio da 8 Millionen und hat nicht in jedem Land einen Botschafter. Also muss das wirklich so föderal aufgebaut sein, wie es jetzt ist. Wenn in Bildungspolitik Funktionen zu vergeben sind, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass eine Objektivierung dieser Bestellung auf jeden Fall gegeben sein müsste. Sprich, zuerst muss ich mir feststellen, wen brauche ich, mit welchen Eigenschaften, und dann gehört der dementsprechend die Personen analysiert, wer entspricht diesen Kriterien, weil ein guter Lehrer oder exzellenter Lehrer ist nicht gleich ein exzellenter Direktor und umgekehrt. Diskutiert haben wir sehr intensiv über das Thema, was passiert, wenn der bestgeeignete Kandidat für eine Bestellung auch eine politische Funktion innehat. Kann ja passieren. Ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Und wie geht man dann mit dem Thema Parteipolitik um? Weil das, wie wir es in Österreich derzeit erleben, dass die Parteipolitik immer irgendeine Agenda mit sich herumträgt, glaube ich, weiß jeder von uns. Das sind so die vier Punkte. Super, vielen Dank, Herr Seetaler. Bitte gerne. Ja, vielen Dank. Danke, ja, das hat sich, glaube ich, auch in der Klarheit. Achso, wunderbar, das ist sehr nett. Ich glaube, dass ich hier noch eine Wortmeldung hatte. Ist das richtig? Ist das noch zu ergänzen? Ja, gerne, bitteschön. Sagen Sie uns doch bitte, wer Sie sind. Turnübung. Ausfädeln so, aus dem Hasenau, Tisch. Mein Name ist Hasenauer, ich bin in der Forschung und auch Unternehmer. Ja, also wir haben nicht wirklich so schön vier Punkte, aber ich sage mal Kapitel. Eines, das mir persönlich am Herzen liegt, ist das verstehende Lesen und das sinnvolle Schreiben und das richtige Rechnen ein Riesenengpass darstellt, wenn man sich vorstellt, man nimmt einen Mitarbeiter in der Firma auf, gibt ihm die Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen des Lieferanten zum Lesen und die Texte werden nicht verstanden, weil die Sätze in solchen Bedingungen länger als 3 Worte sind. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Das heißt, wir haben hier ein strukturell tiefsitzendes Qualitätsproblem. Die Ursachen, da könnte man sehr lange darüber sprechen. Das Zweite ist, wenn wir in der Forschung Ideologie betreiben würden, würde man nicht sehr weit kommen. Forschung und Lehre sind ganz eng damit zusammen verbunden an den Unis, Staatsgrundgesetz, Artikel 27, Wissenschaft und Lehre ist frei. Und ich meine, genauso müssten die Schulen, die Kindergärten, Volksschulen, mittleren Schulen, dann die höheren berufsbildenden und nicht berufsbildenden Schulen, also AHS, BHS, ebenfalls frei sein von allen parteipolitischen Sentenzen und Zwängern. Das bedeutet, das ist ein ideales Bild natürlich, das ich habe, aber das wäre ein Bild, was, glaube ich, wenn ich es vergleiche mit Mexiko, ich habe in Mexiko Lehrveranstaltungen gehabt und auch in anderen Ländern, dort gibt es Einrichtungen, die sagen, wir haben keinen starren Stundenplan oder Studienplan, dort ist alles ein Studium irregulare und der Mensch, der junge Mensch wird in den Mittelpunkt gestellt und Professoren und Assistenten kümmern sich um ihn, dass er sein Berufsbild erreichen kann. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Das sind nur zwei Kommentare. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, danke schön. Der kommt schon. Bevor ich mal frage, wer von unseren 3 Gästen einmal gleich was dazu sagen möchte, frage ich Sie, gibt es denn noch Gedanken oder ist noch wo was ausgetauscht worden, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt unbedingt auch noch in die Schale werfen, in den Ring werfen. Hier ist noch etwas, bitteschön, Mikrofon gleich an den Herrn. Sie sagen uns, wer Sie sind. Mein Name ist Christian Bergbauer. Ich
wollte das in den Ring werfen. In Österreich hat eine Volksschullehrerin die Macht, das Leben eines Menschen zu bestimmen. Denn wenn ein Schüler, ein Volksschüler mit 8 Jahren eine 2 im Zeugnis hat, wie es bei meinem Sohn war, dann ist es unmöglich, ein Gymnasium in Klosterneuburg oder wo sonst zu besuchen. Das heißt, eine Volksschullehrerin bestimmt die gesamte Karriere in Österreich von einem Menschen. Mhm. Nichts gegen Volksschullehrerin. Aber wir wissen alle, dass es Fische gibt, die nicht fliegen können und dass es Gazellen gibt, die nicht schwimmen können und dass es Vögel gibt, die nicht laufen können. In Österreich muss aber eine Gazelle schwimmen und ein Fisch fliegen und ein Vogel laufen. Dabei wäre es so schön, wenn, dabei die wäre es so schön, wenn der Vogel dürfen. Einfach fliegen würde. Genau. Ja? Das geht aber bei uns nicht. Deshalb bin ich nicht ein Verfechter jetzt vom Namen Gesamtschule, aber es ist ein Wahnsinn, Menschen mit 8 Jahren zu trennen. Mhm. Das ist mein Statement. Danke. Botschaft gut angekommen. Ja, vielen Dank. Jetzt frage ich mal unsere Gäste und ich schaue mal den Matthias an. Ich glaube, der springt gleich auf. Ja, noch nicht, aber wir schalten dich gleich frei. Und jetzt sollte eins, es zwei, ja, soweit sein. Ich war kurz abgeschnallt. Ja, ich nehme die Punkte gerne mit, teile sie auch. Also Thema Föderalismus in der Bildung. Ich glaube tatsächlich, dass wir die Landesebene nicht brauchen in dieser Form im Bildungssystem, sondern das ist auch eine Idee, die übrigens von den Grünen geteilt wird, weil wir haben gerade diskutiert, Hickhack, also man soll auch andere loben. Wir haben die Idee von sogenannten Bildungsregionen. Versuchen wir, organisch sinnvolle Bildungsräume zu schaffen, wo auch natürlich Kooperation kultiviert wird. Ich halte auch den Cluster-Gedanken an und für sich, der jetzt in der Bildungsreform drin ist, für richtig. Dass man Kleinschulen auch erhalten kann, müssen wir sie irgendwie zusammenziehen. Ich habe da auch ein Erlebnis jetzt in Vorarlberg beispielsweise, dass natürlich Bürgermeister sich wehren, dass ihre Schule zu einer Clusterschule wird, weil dann gilt die nicht so viel, wenn ich keinen eigenen Direktor mehr habe oder Direktorin. Also da gibt es irrsinniges Kirchturmdenken auch. Aus dem müssen wir raus und natürlich müssen wir raus aus der föderalen Logik, die heißt, wir im Moment überweisen wir in Österreich ungefähr fast die Hälfte des Budgets an die Bundesländer und im Bildungsbereich und es gibt keine Steuerung. Also wir wissen nicht, was mit dem Geld passiert. Die können das verwenden, wie sie wollen und es ist ja auch zu befürchten, dass viele freigestellte Lehrerinnen und Lehrer auch in manchen Bundesländern parteipolitische Arbeit machen etc., weil es kann nicht kontrolliert werden beispielsweise. Also aus dem Umstand müssen wir raus. Auch in der Personalbestellung, da habe ich einen großen Schmerz eben auch mit dem Vorschlag, der zuletzt durch die Lehrergewerkschaft jetzt hineinverhandelt wurde in den letzten Wochen. Sie haben ja in der Direktorenbestellung jetzt ein sehr prominentes Mitspracherecht, haben das auf die in der Nominierung der Kommissionen, die zuständig sein sollen, auf die Bundesebene gezogen. Das heißt, dass eigentlich dort regiert der FCG, also die Christgewerkschafter. Das heißt, die wollen quasi die Logik durchschalten in der Direktorenbestellung von Seiten der schwarzen Gewerkschafter. Hier halte ich für völlig daneben. Und für inakzeptabel. Also das darf auch nicht passieren jetzt und das wird sich bis Juni entscheiden, weil sonst haben wir hier natürlich einen Strickfehler für die nächsten Jahrzehnte. Mhm. Freiraum schaffen, ganz wichtig, natürlich. Also ich schaue ganz gespannt auf Finnland, weil die ja an und für sich jetzt beginnen, die Schulfächer abzuschaffen zugunsten sogenannter Domänen. Und ich glaube, das ist die Zukunft auch für Österreich. Wir haben jetzt die ersten Vorschläge am Tisch natürlich mit dieser modularen Oberstufe, die mehr schlecht als recht in die Gänge kommt, aber in diese Richtung zeigt. Ich glaube, dass weitere Schulreformen natürlich hier weitere Freiräume aufmachen müssen. Im Sinne von Autonomie auch vor Ort. Die Verabreichung von Inhalten in 45-Minuten-Sequenzen ist halt, als man die Schule erfunden hat, gab es nur 2 Organisationsideale unter Maria Therese haben gesagt, oh, jetzt machen wir Schule neu, wie machen wir es, was kennen wir denn? Wir kennen Militär, wir kennen Kirche, oh, machen wir so irgendwie ein bisschen ein Crossover. Ne? Wir machen so Stunden in Exerzierlogik, deswegen gibt es die Stunde, 45 Minuten, weil sie quasi auch eben, das war eine Exerziereinheit, das hat man halt so damals so gemacht und jetzt sind wir ein paar hundert Jahre später, wir machen es immer noch so und niemand kann mir erklären, warum es so ist.
Und wir sehen es aber in ganz vielen Schulversuchen, Mehrstufenklassen und so weiter, dass die Kinder aufblühen, wenn sie eigenes Lerntempo haben. Also ich kann mich erinnern, als unsere Älteste zu Beginn in die Schule kam und mir erklärt hat am Abend, als ich sie gefragt habe, was hast du denn heute gemacht? Sie hat gesagt, sie hat das gelernt. Super. Und was hat denn deine, wo ist deine Freundin, die Sarah, dran? Sagt sie, die hat das gelernt. Sag ich, ja, was, am selben Tag? Das, du das und sie das. Sagt sie, ja, natürlich. Also für sie, das war das ganz normal. Mehrstufenklasse. Behinderte Kinder auch noch drin. 25 Kinder, 3 Pädagoginnen, plus ein Zivildiener. Natürlich super großartige Ausstattung. In einem Schulversuch, wie alles Großartige im offiziellen Schulwesen ist, meistens in der Schulversuchsecke zu Hause. Es gibt davon auch fast 6000 Schulversuche in Österreich, manche davon 30 Jahre und älter. Dann frage ich sie, ja, wie kann das sein, dass ihr 2 Buchstaben unterschiedlich am selben Tag lernt? Sag ich, das ist normal, Papa. Sag ich, wer entscheidet das? Sagt sie, Papa, ich. Und in der Sekunde wächst sie 1 Zentimeter. Papa, das 6-jährige Mädchen, hat gesagt, Papa, das entscheide ich. Und für sie war das normal. Und jetzt ist sie im Gymnasium mittlerweile, 1. Klasse, eine ganz große Strukturierungsanstalt. Ich habe schon öfter mit ihr diskutiert, wirst du da wirklich glücklich? Sie will das, sie will sich bewähren, sie hat einen Leistungsbegriff, sie will sich auch in diesem Sternsystem bewähren. Die zweite wird drauf pfeifen, um das nobel zu formulieren, die wird in dieser Strukturierung untergehen. Also jedes Kind ist anders und wir müssen Freiräume schaffen. Und zum Glück gibt es noch genug, die auch dieses starre System durchdrücken, das wir haben. Aber ganz viele, denen brechen wir in diesem System die Flügel. Und es ginge darum, dass sie die Flügel weit spannen können. Dafür brauchen sie aber Freiräume. Nicht Willkür, im Sinne von jeder darf alles tun, sondern fixe Räume für Freiräume. Das ist Aufgabe der Politik, fixe Räume zu definieren und der Rest ist Freiraum, soll von Pädagogen begleitet werden, Pädagoginnen. Dankeschön. Dafür werden wir kämpfen und das ist Bestätigung, diesen Weg zu gehen, was hier viel kommt Kraft von Ihnen. Dankeschön. Viel Kraft. Frau Kries, was beschäftigt Sie da dazu? 2 kurze Bemerkungen. Ich glaube, was wir stärker sehen müssen, ist, dass im Schulsystem auch viel Positives passiert. Also meine Buben sind in eine bilinguale öffentliche Schule gegangen. Da gab es in der Oberstufe ein Kurssystem. Da konnten sich die Kinder von jedem Jahr, war das dann mehr, Kurse aussuchen, Sachen, die sie interessieren. Damit will ich sagen, es gibt sehr, sehr viele wirklich engagierte Lehrer. Und das, was bei uns fehlt, ist die Wertschätzung für die Lehrer. Wir müssen viel stärker anerkennen, dass das der wichtigste Beruf überhaupt ist und dass es viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die das wirklich toll machen. Wenn diese Wertschätzung vorhanden ist, dann werden sich auch die besten Leute bereit finden, in die Schulen zu gehen und Lehrer zu werden. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich von einem Lehrer gehört habe, der zu den Schülern gesagt hat, überlegt euch, was ihr in den nächsten 2 Jahren machen wollt, wenn Scheitern ausgeschlossen ist. Also was wollt ihr machen? Und ich glaube, diese Einstellung wäre wichtig, dass wir das haben. Also keine Angst zu scheitern, das gibt's nicht, das klammern wir aus. Und da zu überlegen, was würde ich dann mit meinem Leben jetzt anfangen? Und wenn man diesen Geist vermitteln kann in den Schulen, ich glaube, dann hätte man ganz andere Ergebnisse und viel Freude auch beim Lernen. Und das Positive, glaube ich, müssen wir betonen. Ja, vielen Dank, Frau Kries, Dankeschön. Ali, gibt es noch etwas zu ergänzen aus deiner Sicht? Ich glaube, die Leute kennen mich schon. Hallo, ich bin der Ali. Ja, ich will jetzt nicht vorstellen. Ich möchte eigentlich genau auch hier anschließen bei dem Thema. Ich habe in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich über 100 Schulen besucht, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich hatte früher immer dieses Bild von den Lehrern, naja, die haben ja so viel Ferien und das klassische Thema. Ich habe in den letzten 2 bis 3 Jahren, wahrscheinlich waren 90% der Lehrer, die ich kennengelernt habe, alles Leute, die sich wirklich ins Zeug geschmissen haben. Und was ich aber aktuell auch sehe, ist oft, wenn ich irgendwelche Medien aufschlage und dann sehe, welches Bild wir eben über die Lehrer haben, die sind die Sachen, die das Ganze kaputt machen. Ich war gerade erst wieder in Schulen unterwegs, auch in den schlimmsten Schulen, wenn man so möchte, in diesen Brennpunktschulen. Aber in diesen Brennpunktschulen habe ich niemals Lehrer gesehen, die einfach von Haus aus sagen, na, die Kinder wollen nichts. Sondern das sind Leute, die teilweise wirklich in ihrer Freizeit ganz viel Zeit investieren, um auch wirklich jedes Kind irgendwie mitzunehmen. Und so, was ich glaube, was wir alle tun können, ist, wie wir unser Bild selbst gegenüber der Schule selbst definieren.
Ich glaube, dass viele von uns sich wahrscheinlich selbst dabei ertappen werden, wenn sie mal schlecht über Schüler reden oder über die Lehrer, die vielleicht faul sind. Aber die Frage ist, wie oft haben wir das vielleicht selbst erlebt? Vielleicht heute. Ich glaube, dass jeder von uns mal schlechte Erfahrungen gemacht hat in der Schule. Ich auch. Ich hatte Lehrer, die habe ich geliebt und Lehrer, mit denen hatte ich Stress. Aber erst in den letzten Jahren meines Lebens, als ich so viel in Schulen unterwegs war, habe ich wirklich gesehen, dass wir aktuell in der Wirtschaft da draußen ein ganz falsches Bild haben. Und wenn man heute sich eine Zeitung kauft und da steht drauf der Mann des Jahres oder die Frau des Jahres, dann ist es immer irgendjemand, ja, der irgendwo angestellt ist, meistens jemand ist, der ganz oben sitzt, ganz viel Geld verdient und später, das haben Sie gesagt, ja, das sage ich nicht. Ja, nein, es kann sein, aber die Sache, die wir verstehen müssen, ist, wir in unserer Gesellschaft aktuell werden die belohnt oder als Stars gefeiert, ja, die ein bestehendes System verwalten. Ja. Aber ein 40-Jähriger heute am Arbeitsmarkt, der war auch mal 6 Jahre alt in der Schule. Ja? Und deshalb glaube ich wirklich, dass wir wieder verstehen müssen, dass es die Lehrer sind, die uns auf unsere Welt vorbereiten. Und ja, das Bild müssen wir alle prägen. Ganz spannend, dass wir da jetzt, danke. Ganz spannend, dass wir da in der Diskussion schon auf 2 eigentlich große Säulen gestoßen sind, nämlich einmal das Strukturelle und einmal auch ganz stark die Kulturfrage, die es da ein Stück weit zu ändern gibt. Aber wir haben ja auch noch 2 weitere Themen uns vorgenommen und in die möchte ich, wenn Sie einverstanden sind, jetzt einsteigen. Sei denn, es gibt noch etwas, wo Sie sagen, es muss jetzt noch gesagt werden zum Thema Bildungspolitik. Gut, dann wechseln wir den Schauplatz, den inhaltlichen. Österreich braucht einen neuen politischen Stil. So beginnt die These, die den 2. Platz im Ranking erhalten hat. Welcher Tisch hat denn über den politischen Stil diskutiert? Da haben wir 1, 2, 3, 4 Tische. Darf ich mal hier beginnen und Sie bitten, dass einer von Ihnen in der kompakten Botschaft sagt, was hat Sie denn da beschäftigt? Mein Name ist Peter Gusmitz, schönen guten Abend und danke für die Möglichkeit zu dieser Diskussion. Mhm. Um eine Enttäuschung vorwegzunehmen, wir haben nicht nur den 2., sondern auch den 3. Punkt diskutiert, weil sie unmittelbar zusammenhängen. Gut. Ich erinnere an das First Disaster. Mhm. In der Kurzform: solange der Geldhahn offen war und das Geld floss, hat man diesen negativen Stil beibehalten können. In dem Moment, wo kein Geld mehr da war, war man gezwungen, den Stil zu ändern. Und die Föst als Beispiel ist heute ein international angesehenes Unternehmen. Das heißt, mit zu Tode streicheln wird das Stil allein nicht zu ändern sein, sondern durch eine Senkung der Steuerquote werden etwas die Daumenschrauben angezogen, die Politiker nachdenklicher gemacht, wie man mit den vorhandenen Budgets auskommen könnte. Das negative Beispiel ist ja Wien. Wenn das Geld nicht reicht, werden Gebühren und Abgaben erhöht. Ich komme zum 2. Punkt zurück. Also da haben Sie eigentlich die Brücke hergestellt, nicht, was, zwischen den beiden Themen, verstehe. Mhm. Was vor Jahrzehnten schon bekrittelt wurde, ist leider nach wie vor der Fall, nämlich, dass in Österreich nicht das Parlament das Sagen hat, sondern die Sozialpartner. Matthias Strolz hat ein sehr schönes, eigentlich trauriges Beispiel genannt, dass die Gewerkschaft schlecht gelaunt ist und alles wird blockiert. Es ist an unserem Tisch sogar die Forderung entstanden, den Clubzwang unter Strafe zu stellen. Förderung des Persönlichkeitswahlrechts, Hearing für Minister und ein Schritt, der jetzt nicht visionär ist, der nur umgesetzt werden sollte, nämlich Transparenzdatenbank. Wir wissen alle, wenn die Subventionen um 50% gekürzt würden, würde kein Pimperlverein in Hintertupfing verloren gehen und wir hätten ein ausgeglichenes Budget. Kommt schon eine ganze Menge von eurem Tisch. Halleluja. Dankeschön. Dann glaube ich, war es dieser Tisch. Ist das richtig? Ja, wer möchte? Bitteschön. Ja, also erstmal, ich bin Selina Kerschbaum und ich bin jetzt Studentin der Betriebswirtschaft und wir haben in unserer Gruppe hauptsächlich jetzt 3 Punkte ausgearbeitet, die wir finden, dass sie in der Partei, wie sie jetzt hauptsächlich gelebt wird, problematisch sind und die wir einfach finden, die geändert werden müssten, damit der Bürger und die Bürgerin wieder mehr in den Mittelpunkt rücken der Politik. Also das Erste, was uns
aufgefallen ist, gerade jetzt auch im Zuge der Bundespräsidentschaftswahl, dass bei uns einfach das Gefühl ankommt, dass die Parteien untereinander nicht wirklich gut miteinander auskommen, sondern hauptsächlich, also man hat ein bisschen das Gefühl, dass die Parteien komplett zumachen, wenn es darum geht, sich die Ideen und die Vorschläge der anderen anzuhören. Aus unserer Sicht aus, es kommt so rüber, als wäre das Ganze einfach nur ein ewiges Streiten, ein ewiges Gezanke, was einfach zu keinem Ziel führt. Ja, zweiter Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass wir finden, was problematisch sind diese ganzen Scheinreformen oder Reformchen, wie sie auch öfter mal genannt werden. Und zwar deswegen, weil einfach also es entsteht das Gefühl in der Gesellschaft, dass entweder die Politiker, die Reformen gerne umsetzen würden, keinen Rückgrat haben. Also zumindest ist dieser Ausdruck bei uns am Tisch gefallen und in dem Zug auch, also die Frage, liegt das daran, dass jetzt die Politiker immer jünger, also jünger werden und einfach daran, dass die Jungen keinen Rückgrat haben, was ich persönlich als junger Mensch einfach auch jetzt nicht so stehen lassen möchte. Und oder ob es einfach daran liegt, dass sich die Leute nicht einigen können und deswegen halt sehr starke Kompromisse eingehen. Und das wäre auch eine Frage, die wir jetzt gerne so in den Raum werfen würden, so an die Gäste vielleicht auch, also Herr Strolz oder Frau Kries, dass sie uns vielleicht sagen können, warum, also was sie glauben, woran das liegt. Und der dritte Punkt wäre dann noch die Kompetenz, ja, die kompetenzbasierte Politik. Also, dass einfach das Gefühl rüberkommt, dass die Leute eigentlich nur, sobald sie jemanden kennen, also die Freundelwirtschaft ziemlich stark in den Parteien vertreten ist und dass das geändert werden sollte. Danke. Dankeschön. Danke, Fräulein Kerschbaumer. Namensgleichheit ist nicht zufällig. Bitteschön. Ja, ist meine Tochter. Ja. Meine Tochter. Großartig. Mein Name ist Elisabeth Petratsch. Ich bin Personalentwicklerin in einem großen Konzern in Wien. Und wir haben eigentlich recht viel auch diskutiert. Und die drei wichtigsten Punkte, möchte ich mich gleich an die junge Dame anschließen, das Qualitätsmanagement in der Regierung. Eigentlich ist man in der Wirtschaft gewohnt, Ergebnisse auszumachen, Zielevereinbarungen zu machen, an denen man dann auch gemessen wird. Und das sehen wir hier nicht. Ja. Es gibt keinerlei Qualitätsmanagement eigentlich für Minister. Auch im Recruiting ist heute jemand Gesundheitsminister und morgen Infrastrukturminister. Also da hat man ja das Gefühl, das könnte ja jeder machen eigentlich. Ja. Okay. Den zweiten Punkt, den wir sehr intensiv diskutiert haben, das war das Thema Politik in den Medien. Die Zusammenarbeit mit den Medien ist anscheinend ganz, ganz schwierig. Es kommen immer die gleichen Themen in den Medien vor, vorwiegend negativ konnotiert. Ja. Und hier würden wir uns einfach positivere Berichterstattung, besser recherchierte Berichterstattung wünschen. Und der dritte und schon letzte Punkt, der uns besonders wichtig ist, ist das Thema Bürgerbeteiligung. Schon, und hier ein bisschen die Brücke zur Bildungspolitik, schon bei den Kleinen anzufangen, sich für Politik zu interessieren, politische Bildung auch zu unterrichten und hier sozusagen einfach den Wunsch bei den Leuten zu wecken, hier mitzugestalten, mitzureden, vielleicht auch diese Idee, die Frau Kries hier gebracht hat, so ein Bürgerinnenparlament, das einfach so Empfehlungen macht, die dann auch angenommen werden, sozusagen zu haben und hier einfach Bürgerbeteiligung zu ermöglichen. Luft bei dem, Dankeschön. Ja. Ein Statement möchte ich gerne noch in die politische, ich glaube, da war noch eins, kann ich mich da richtig erinnern? Ja, gell? Wusste ich es. Nein, hier, okay, bitteschön. Ganz kompakt, bitte noch ergänzen. Okay, die haben jetzt gesagt, ich muss was sagen. Ja, und schon haben Sie das Mikro, so schnell geht das bei uns, da muss man aufpassen. David Packer ist mein Name. Wir haben auch das erste Thema gehabt, quasi Bürgerbeteiligung, und es ist ja eigentlich so ein bisschen ein Metathema, kann man sagen. Also es ist eigentlich nicht so jetzt auf Themen bezogen, sondern eigentlich ein bisschen übergelagert. Das heißt, Themen, was bei uns gefallen sind, waren zum Beispiel von Wirtschaftspolitik bis direkte Demokratie. Das heißt, wie kann man das verändern? Wie kommt man da eigentlich überhaupt da eine? Zum Beispiel
in ein Parlament, dass man überhaupt Prozesse, überhaupt übergeordnete Prozesse theoretisch ändern könnte, wenn man das anstreben würde. Und ja, das war recht interessant, weil es einfach übergeordnet ist. Ein Thema, mit dem ich zum Beispiel auch beschäftigt habe, ist bewusste Politik. Wo es auch zum Beispiel jetzt darum geht, dass man sagt, dass man anfängt damit, dass man sich überlegt, zuerst eigentlich, bevor man in den Prozess geht mit anderen Leuten, dass man sich überlegt, wer ist man eigentlich selber, was sind meine Meinungen, wer bin ich, dass man dann auch mit anderen Leuten in den empathischen Austausch geht, dass man auch schaut, wie kommt man die zu einer Meinung, hinter jeder Meinung steht ja auch ein Grund. Okay. Ein Satz, Empfehlung an die Politik wäre Ihrer Meinung nach Empfehlung, ja eigentlich, dass die Bürger mehr Bewusstsein, also das wäre jetzt mein Appell, einfach mehr Bewusstsein für Prozesse in der Politik, wie funktioniert das, für Medien etc. Dann habe ich hier noch das letzte Statement, bitte. Ja. Jetzt muss ich wirklich diese beiden Herren, um sozusagen Verknappung der Redezeit bitten, ganz kurz. Reinhard Wildfinger, schönen Abend. Hallo Elisabeth. Ich werde es versuchen, kurz zusammenzufassen. Parteipolitik ist nicht schlecht. Es gibt auch gute Bewegungen. Denken wir an die 70er Jahre, da war irrsinnige Aufbruchstimmung da. In den letzten Jahren, 2-3 Jahren, hat sich die Politik unserem Eindruck nach deutlich verbessert mit neuen Persönlichkeiten. Kern, Kurz, Strolz war ja schon da, hat sie sich deutlich verbessert. Über diesen Punkt sind wir zu der Frage gekommen, braucht es mehr Führung oder mehr Diskussion? Okay. Ich glaube, es braucht ein ausgewogenes Maß, wir brauchen ein bisschen mehr Diskussionskultur. Früher hat man sehr viel diskutieren können und sich lange auf einen Punkt hingearbeitet. Heute wird mit Twitter nur mehr Positionen ausgetauscht. Aber es braucht eben auch Führung, die diese Meinungen, die Ziele formulieren kann und die Meinungen auf den Punkt bringen kann. Also ein ausgewogenes Maß zwischen Führung und Partizipation. Und hier habe ich die letzte Wortmeldung. Bitte schön. Es kommt das Mikro. Mein Name ist Leubel, ich war früher Filialleiter bei einer Bank. Mir geht es eigentlich weg von den bisherigen Einteilungen von linksliberal, rechtsliberal, neoliberal, christlich-liberal. Ich würde eigentlich überhaupt vorschlagen, einen neuen Begriff zu bilden, und zwar humanliberal zu sein. Okay. Mit der Basis von der Aufklärung bis heute, mit der ganzen Bewusstseinsbildung, die wir gehabt haben. Mhm. Und die sollte man eigentlich in die Politik einbringen, als Kernproblem, das menschliche Moment, das humanistische, humane Moment. Herr Leubel, die Frage gebe ich doch mal gleich an die Frau Gries weiter, beziehungsweise bitte ich Sie auch um ein Statement. Sind ja einige Vorschläge gefallen und auch Kommentare zu Ihrem Vorschlag und zuletzt auch der Humanliberalismus. Frau Gries, bitte. Gern, ja. Also ich glaube, und da schließe ich an, was der Herr Backer gesagt hat, ich glaube, es gibt eine Wechselbeziehung zwischen den Bürgerinnen und den Bürgern und der Politik. Die Politik ist nichts, was wir kriegen, wo wir eigentlich nichts dafür können, dass es so ist, sondern wir sind auch für die Politik verantwortlich. Wir wählen die Politikerinnen und Politiker, das heißt, wir gestalten das auch mit. Ich glaube, dass bei den Parteien, und das ist die Frage, die da gestellt wird von der Frau Kerschbaumer, ich glaube, dass von den Parteien, da sind gewisse Gesetzmäßigkeiten hier, die man sehr schwer überwindet. Eine Partei muss schauen, dass sie an die Macht kommt und eine Partei muss schauen, dass sie die Macht erhält. Und um diese Macht zu erhalten, muss sie ihre Funktionäre auch gleichschalten. Das heißt, eine Partei, die da alle Meinungen zulässt und da immer eine freie Diskussion hat, wird nicht so lange bestehen. Das heißt, das liegt schon auch in dem System. Und da muss man versuchen, bestimmte Korrektiven anzubringen. Und eins ist die Bürgerbeteiligung. Daher glaube ich, wird man dieses Parteiensystem haben. Das werden wir nur bedingt verändern können, fürchte ich. Weil wer Karriere in der Partei macht, der muss schon bestimmte Verhaltensweisen sich angewöhnen, sonst kann die Partei nicht überleben. Und was wir brauchen, ist ein Gegengewicht, dass dann die Stimme der Bürgerinnen und Bürger auch ein Gewicht bekommt. Das setzt einmal voraus, dass es diesen politischen Diskurs gibt, dass die Leute untereinander Meinungen austauschen, sich Meinungen bilden und dass das, und das ist eben das irische Beispiel, über eine Bürgerversammlung dann auch an das gewählte Parlament weitergegeben wird. Ich glaube, wir brauchen so eine Kombination, weil den Superpolitiker, der wirklich auf die Leute hört und der wirklich integer, anständig in jeder Beziehung ist, wird nicht so leicht zu finden sein. Wir sind alle Menschen und daher müssen wir da bestimmte Korrektive einbauen. Dankeschön, Frau Gries.
Matthias Strolz dazu, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Ja, gerne. Ich wollte nochmal die Frau Kaspermann Junior. Die Frage war, warum die Hypothese im Raum ist, dass die jungen Leute kein Rückgrat haben. Ist das, wir brauchen ein Mikro, weil sonst bist du nicht hörbar. Genau. Also um die Frage nochmal zu wiederholen, das war bei uns im, also am Tisch wurde eben besprochen, ja, warum es nur zu diesen Scheinreformen, aber zu keinen wirklichen Reformen, die wirklich was weiterbringen, kommt. Okay. Und da ist eben dann auch der Satz gefallen, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass dadurch, dass die Politiker immer jünger werden, dass die einfach keinen Rückgrat haben und das nicht durchziehen. Und deswegen wäre die Frage gewesen, woran Sie glauben, dass das eigentlich liegt. Okay, na, die Hypothese teile ich nicht. Also mir fallen auch alte Politiker ein, die kein Rückgrat haben. Ne? Also das ist eine sehr relativ alterslose Erscheinung, glaube ich. Also ich würde jetzt zum Beispiel mal unterstellen, einem Herrn Blecher, ja, bin neben dem auch schon gesessen bei gewissen Feiern, oder einem Andreas Kohl, wenn du die unter vier Augen erwischt, dann würden die zugestehen, dass es im Pensionssystem grundsätzliche Reformen braucht. Wenn du die in eine qualifizierte Öffentlichkeit schickst und in ihre Funktion setzt als Pensionistensprecher, dann greift eher der Schwachsinn um sich teilweise. Ja? Dann verteidigen sie Dinge, dann fordern sie zum Beispiel einen Pensionshunderter, auch für, wie wir es unlängst beschlossen haben, für 10.000, 30.000 Euro Pensionisten. Und das ist natürlich das ist krank, so eine Entscheidung zu treffen, ne? dass man solchen Leuten noch was drauflegt, weil eben deine Generation, die wird es schwer haben, überhaupt eine sinnvolle Pension zu bekommen. Sondern deine Perspektive ist Arbeitsmarkt schwierig, höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren. Ich mache um dich persönlich keine Sorgen, aber um deine Altersgenossinnen und Genossen. Höchste Arbeitslosigkeit seit 70 Jahren, das Pensionssystem natürlich nicht in Ordnung. Das heißt, länger arbeiten, dafür trotzdem weniger rauskriegen. Also wir werden für die Generation ab 45, auch meine trifft schon, natürlich das Thema der Altersarmut haben in einer Breite. Die werden natürlich, wenn sie nicht vorsorgen auf der zweiten, dritten Säule, den Lebensstandard in keinster Weise halten können. Und darüber müssen wir diskutieren. Und wenn wir darüber diskutieren würden, dann würde man nicht auf die Idee kommen, dass man nach Leuten, die Sonderpensionsrechte haben, einen Hunderter drauflegen. Also nein, an dem liegt es nicht. Ich glaube, Moral ist keine Altersfrage. Wie können wir die Moral stärken? Da bin ich schon bei den Vorschlägen, die gekommen sind. Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts halte ich für essentiell. Weil du heute natürlich Parteisoldaten züchtest. Und ich sage immer, wenn die da was abstimmen im Parlament, die schalten weder ihr Hirn ein, noch ihr Gewissen, sondern sie schalten ihr Handy ein und sagen, Onkel Erwin, was muss ich tun? Und das ist ja auch klar, weil stell dir mal vor, du stimmst einmal ab gegen die Linie des Herrn Onkel Erwin. Wenn die der das nächste Mal trifft, beim Sauschädel-Essen, sagt er, hey, die braucht man immer. Und er hat es auch in der Hand. Ne? Also im Moment, deine Nase ist 4,60 Euro wert in der Parteienförderung auf Bundesebene, aber auf Landesebene ist sie, falls du eine Wienerin bist, über 20 Euro wert. Und das in jedem Bundesland. Das heißt, im Moment kontrollieren die Landesfürsten die Kohle der Bundesparteien und die Listenerstellung. Und deswegen können sie sich ja alles wünschen. Und bei jeder Bildungsreform auch jeden Topfen bestellen, wie zum Beispiel diese Mischmaschbehörde, wo sie dann selber Chef werden. Weil sie eben das im Parlament auch durchsetzen können, weil die nicht Gewissen und Hirn einschalten, sondern ihr Handy. Und da ist der Landeshauptmann dran und sagt, oh, bald Neuwahlen. Ich weiß nicht, ob wir dich noch einmal aufstellen, wie wirst du stimmen? Und da ist jedes Argument dann verloren. Da gilt dann Clubdisziplin. Wir haben das übrigens anders geschraubt, wir haben offene Vorwahlen. Also bei uns kann sich der Clubchef wie ich auch was wünschen oder der Parteichef, aber wir haben offene Vorwahlen und dann gibt es auch viel Kritik an unserem System. Ja, aber das erste Drittel der Definitionsmacht haben bei uns die breite Bevölkerung, das zweite Drittel hat der Vorstand und das dritte Drittel haben die Mitglieder und dann zählen wir zusammen. Also, und wir haben Amtszeitbeschränkungen, ich halte solche Dinge für wichtig. Persönlichkeitswahlrecht übrigens ein Anliegen, das auch der Sebastian Kurz, ich habe mal vorhin zu loben, ich nehme ja die Anregung gleich mit, Sebastian Kurz wünscht sich das auch beispielsweise. Ja, also der hat das im JVP-Demokratiepaket auch drin gehabt und das sich nicht ganz durchgesetzt hat, dann glaube ich, in der Partei um wenige Stimmen. Ja, Qualitätsmanagement wäre auch sowas. Amtszeitbeschränkungen, wir sagen drei Perioden maximal in Parlamenten, also in Landtagen, Parlament. Das heißt, da gibt es keine Jobs und keine Jakob Auers. Ich sage immer, wer es in 15 Jahren nicht geschafft hat, seinen Beitrag zu leisten, der hat was versäumt.
und dann sollen sie frei machen den Weg. Und wir glauben auch in Exekutive, dass 2 Perioden 10 Jahre genug sind. Wir glauben, dass Heupel, Bröll, die sind wahrscheinlich alle mit Idealismus hineingestartet. Nur natürlich die Muster struktureller Korruption, die Speichellecker und die Kreise, die angefüttert werden, die züchtest du über Jahre und nach 10 Jahren ist, glaube ich, wichtig, dass man den Weg auch frei macht. Mhm. Übrigens auch für Lehrerinnen, Lehrer, glaube ich, dass der Beruf soll nicht gedacht werden als 45 Jahre, sondern der Busse hat zum Beispiel geschrieben in unserem Buch, das wir mit verschiedenen anderen Parteien und Initiativen geschrieben haben, auch gemeinsam, war seine These, in 15 Jahren wird es normal sein, dass ein Lehrer, eine Lehrerin den Beruf nicht ein Leben lang ausübt, sondern wir brauchen Durchlässigkeit, sowohl in der Politik, in der Bildung, in allen Bereichen, die verkrustet sind. Und das sind 2. Da gibt es jetzt noch eine Wortmeldung dazu. Wir brauchen ein Mikrofon, weil sonst sind Sie im Video nicht zu hören. Da ist es auch schon. Wie stellen Sie sich bei den Richtern vor? Das gebe ich der Frau Gries weiter, weil sie ist hier die Justizexpertin. Wir haben ab und zu Diskussionen gehabt zu dem Justizreformen. Wie würden Sie, also Sie meinen bei der zeitlichen Befristung, oder nein? Das halte ich für völlig falsch. Da werde ich auch skeptisch bei Richtern. Ja? Also Richter? Nein, bei Richtern bin ich schon dafür, dass die unabsetzbar ist, dass das schon für das Leben ernannt wird, aber wofür ich bin, dass Richter wechseln müssen zwischen Straf und Zivil. Mhm. Jetzt haben wir, dass das jemand sein ganzes Leben Strafrichter ist, sein ganzes Leben Zivilrichter. Ja. Das ist nicht so gut. In Finnland müssen die Richter alle 5 Jahre wechseln. Das halte ich für besser. Mhm. Na, das sind eine ganz große Ausnahme. Mhm. Ja. Okay, danke schön. So, Ali, jetzt möchte ich gerne noch 10 Minuten für Steuern und Abgabenrecht haben. Deswegen frage ich dich, möchtest du noch was kommentieren oder ist aus deiner Perspektive zum politischen Stil alles gesagt? Zum politischen Stil will ich vielleicht aus meiner Vergangenheit sagen. Ich bin in den letzten 2 Jahren immer wieder gefragt worden, ob ich selbst auch in die Politik gehen würde. Mhm. Und als ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich oft von Leuten gehört, in der Sekunde, wo du bei einer Partei bist, hören ja die anderen nicht mehr zu. Und das ist eine Sache, die habe ich unterschätzt, aber das stimmt wirklich. Also, zum Beispiel, ich bin heute hierher gekommen, wirklich als Bürger, um zu sprechen. Ich habe mich jetzt nicht darauf gestellt und eine Wahlempfehlung abgegeben, aber im Hintergrund habe ich in den letzten Wochen von so vielen Leuten gehört, oh, du bist jetzt mit den Leuten auf der Bühne, oh Gott. Das heißt ja automatisch, du kannst nicht mehr mit den anderen. Letzte Woche war die Frau Hammerschmidt bei uns mal im Büro, das war fantastisch, da haben wir über das Thema Bildung gesprochen, da hieß es sofort, ah, du bist jetzt ein Roter zum Beispiel. Und das ist, nein, das ist wirklich so, das ist total verrückt, ich habe das aber so unterschätzt. Vielfarbig, kann man sagen. Nein, ich persönlich halte absolut nichts von einer, in welchem Lager ich jetzt bin, sondern ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist Bildung, das ist die Jugend, das ist ein besseres Österreich, das ist, ich habe 60 Mitarbeiter, die zahlen Steuern, ich will, dass deren Kinder ein gutes Umfeld haben. Mhm. Welche Farbe das macht oder welche besonders macht, ist mir relativ wurscht, solange es um die Sache geht. Und ich glaube, das ist etwas, ich sitze oft in Diskussionen manchmal drin und dann stelle ich ab und zu so die Frage so, Entschuldigung, um was geht es denn eigentlich? Mhm. Und dann merkst du, es geht um die Zugehörigkeit, aus welchem Lager du kommst, mit wem du schon gesprochen hast und wem nicht. Und ich glaube, solange wir sowas vorleben, können wir nicht von den Menschen erwarten, jemals ein System zu haben, das wirklich, wo es um die Sache geht. Ja? Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute auch wirklich abschreckt, in das System vielleicht hineinzugehen. Ja. Vielen Dank. Ali. Damit möchte ich gerne das letzte Thema eröffnen. Die Steuer- und Abgabenpolitik ist viel zu hoch und nimmt den Menschen Gestaltungsspielraum in Österreich. So die These. Welcher Tisch hat sich dieser These angenommen? 1, 2, 3. Wunderbar. Dann darf ich die Mikrofone einmal hierher bitten, gleich hier beginnend. Wer möchte denn Sie? Sehr gerne. Bitte schön, sagen Sie uns, wer Sie sind und welche Botschaft in aller Kürze haben Sie? Mein Name ist Weinberger, ich bin Pensionist und war in der Privatwirtschaft tätig. Ja, wir haben das Thema Steuerreduktion auch gehabt, weil wir sagen, die Quote ist so hoch, dass den Leuten einfach zu wenig bleibt. Und es ist meiner Meinung nach aus wirtschaftlicher Sicht nur möglich, die Politik dazu zu bringen, über Einsparungen im Verwaltungsbereich und in anderen Bereichen über eine totale Föderalismusreform sozusagen anzudenken, wenn weniger Geld zur Verfügung ist. Und zur Steuerreform, wie gesagt, gehört natürlich auch die volle Transparenz, was passiert mit unseren Geldern und da gehören die Förderungsgelder dazu, Transparenzdatenbank, man sieht ja, wie die Apparate widerwillig sozusagen diese Datenbank füllen, sodass man bis jetzt noch immer keine
validen Zahlen hat. Da gibt es ein klares Bekenntnis und klaren Appell für die... Und dann würde ich noch dazu sagen, es würde auch eine gewisse Schuldenbremse, wie sie andere Länder haben, vielleicht auch in Österreich ganz gut werden, sein, weil jetzt ist es ja sehr günstig, Kredite aufzunehmen, aber das kann sich ja wieder ändern. Und wenn man da eine Bremse einzieht, zur Korrektur sozusagen, zur Transparenz dazu, wäre das meiner Meinung nach eine gute Lösung. Ausgaben reduzieren, Transparenz erhöhen und die Schulden tilgen. Da war jetzt der zweite Tisch, war, helfen Sie mir schnell? Ich glaube, ja, hier war das, genau. Bitte schön. Hallo, mein Name ist Roland Faltesek, ich bin Berufssoldat. Wir haben eben über die Steuer- und Abgabenreduktion deswegen auch gesprochen, eben wegen dem Thema kalte Progression zurzeit, zum Beispiel eben der wegen der Abschaffung, beziehungsweise warum das nicht jetzt gleich funktionieren kann und so weiter. Und was noch war, eben über die Wege des Steuergeldes, dass man eben wirklich einmal das offenlegt, so wie sie auch die NEOS eben ja machen, offenlegt, woher kommt das Geld, wohin geht das Geld, wer kriegt das Geld, wofür ist das Geld, was wird damit gemacht, und dass das eben nicht nur eben in einer Partei, sondern in allen Parteien, in allen Ebenen, Land, Gemeinde, Bund und so weiter, einfach überall funktionieren sollte und warum es eigentlich nicht überall funktioniert. Transparenz, das ist eigentlich auch eine Frage von mir, beziehungsweise von uns wäre. Ja, warum eigentlich geht das nicht, diese Transparenz wirklich bei allen Ebenen einzuziehen? Das ist die Frage, die wir haben, die im Raum steht. Hatte ich da noch eine Wortmeldung? Nein, okay. Dann gibt es jetzt doch klare Vorschläge und auch eine klare Frage. Und jetzt weiß ich nicht, wo ist mir der Matthias hingekommen? Da ist er. Achso, du hast ja ein Mikro, Entschuldigung. Aber völlig einverstanden. Schuldenbremse im Verfassungsrang würden wir sofort anstreben. Wenn wir in der nächsten Regierung sind, wäre für uns ein ganz wichtiges Thema. Transparenzdatenbank, auch ein wichtiges Thema, wäre zwingend eine Kondition für eine Regierungsbeteiligung von unserer Bewegung. Wir haben auch den Vorschlag gemacht, das Ding ist ja seit 3 Jahren beschlossen, das Gesetz ist ja da. Wird nicht befüllt, deswegen sage ich Fürsten der Finsternis, den Titel haben sie sich verdient, die Landesfürsten, weil es wirklich nicht okay ist, dass sie einfach auf das Gesetz pfeifen. Und ich würde sagen, der Bund soll einfach sagen, okay, wir haben ein hartes Datum, 1.7.2017. Jene Bundesländer, die nicht befüllen, denen wird im Finanzausgleich 50 Millionen abgezogen. Das sollte man hier beschließen, finde ich, und dann wird sich das ganz schnell ändern. Und wenn nicht, dann haben wir ein Geld, mit dem wir andere Dinge, zum Beispiel die sofortige Abschaffung der kalten Progression, auch finanzieren können. Das war auch mein Vorschlag, den ich heute gemacht habe für das Hohe Haus am Sonntag, den Beitrag darüber machen, dass sie sagen, ja, ihr habt ja keine Vorschläge, wie wir es finanzieren, sage ich, das ist ein ganz konkreter, neben der Parteienförderung. Du kannst, wenn die ein Gesetz nicht einhalten, das wir seit 3 Jahren beschlossen haben, dann ist es nur fair, einen Strafzoll zu verhängen. Und wenn sie keinen Strafzettel bekommen, den sie dann nicht zahlen, dann sagen wir einfach, wir haben einen Finanzausgleich, die kriegen ja Geld geschickt, dann schicken wir halt weniger. Das ist nicht so komplex. Das kann man beschließen. Das Parlament könnte das beschließen. Wenn es nach uns geht, sollte man das morgen beschließen. Ja, warum funktioniert das mit der Transparenz nicht? Weil es im Dunkeln halt leicht munkeln ist. Ne? Also das ist unglaublich, wie zart es ist, hier Licht hineinzubringen. Die Grünen haben parallel zu uns, wir haben beide, das war eine Initiative damals auch noch von der Beate Meinl-Reising, als sie im Nationalrat war, wir haben mit der zivilgesellschaftlichen Initiative, Transparenzinitiative, am Beginn der Periode ein sogenanntes, das schließt an bei Schluss mit Amtsgeheimnis, Informationsfreiheitsgesetz eingebracht, also als Initiativantrag. Das heißt, das Gesetz liegt fertig im Parlament. Und die Regierung verspricht jedes halbe Jahr, sie wird es jetzt wirklich angehen, aber sie verschleppen es jedes Mal wieder, weil sie ganz viele, dann kommen sie drauf, was sie alles nicht mehr verstecken können und dann kriegen sie wirklich die Grausbirnen. Bis hin zur Frage, dann müssen wir ja die Ergebnisse der Zentralmatura offenlegen. Und dann sage ich, ja so what, dann legen wir es halt für Schulen offen. Natürlich hat das auch kritische Momente, die davon ausgehen, aber wie cool wäre es, wenn wir das offenlegen, die Ergebnisse, und wir können es ja auch ein Stück weit nicht auf die letzte Kommastelle offenlegen, aber vor allem, so wie in Südtirol, dass jede Schule jedes Jahr auf Basis des Qualitätsmonitorings einen sogenannten, eine Entwicklungsstrategie präsentieren muss.
Also du kannst auf jede Schule surfen in Südtirol, die anhand ihrer Ergebnisse einen Entwicklungsplan definieren für die nächsten Jahre. Und das wäre doch großartig, wenn man die Brennpunktschulen, alle, die du besuchst, wenn wir denen helfen, das wäre die Aufgabe der Schulverwaltung, nicht der Schulinspektor wie in unseren Zeiten, der hinten drin gesessen ist, zwei Tage davor haben wir gesagt, jetzt müsst ihr aufräumen, morgen müsst ihr brav sein, übermorgen kommt der Inspektor. Dann war der wieder weg, keiner hat erkannt, was der Typ macht. Sondern ja, natürlich soll man die begleiten in der Entwicklung, aber die Schulen sollen selbst natürlich in die Eigeninitiative kommen. Und das wären so Ideen. Dafür ist Transparenz hilfreich. Mhm. Frau Gries, wie heiß war denn das Thema Steuer- und Abgabenpolitik bei den Tischgesprächen, die Sie geführt das haben? Das hat auch immer wieder eine Rolle gespielt, weil die Leute sagen, vor allem im Zusammenhang dann mit Stellen, also mit Arbeitsplätzen, dass jeder sagt, na, die Abgabenbelastung ist so groß, vor allem wenn das Unternehmer sind, und daher ist es nicht möglich, jemanden anzustellen, weil eben die Belastung bei uns viel zu hoch ist. Aber ich glaube, was man schon jetzt sagen muss, aus dem, wenn Sie sagen, mit der Transparenz, und dann heißt, warum wird das nicht gemacht, warum wird das nicht gemacht? Ich glaube auch, weil wir keine wirkliche Verantwortung der Politikerinnen und Politiker haben. Was wir bräuchten, wäre eine klare staatsrechtliche Verantwortung. Wir haben diese Illusion der politischen Verantwortung, die überhaupt nichts bringt, weil ich habe noch nicht erlebt, außer der Biffel Bercevic hat die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten, damals wegen dem 9. Schuljahr. Das liegt aber, ich glaube, 50 Jahre zurück, aber seither ist das nicht mehr vorgekommen. Und wir haben zwar Untersuchungsausschüsse, aber Konsequenzen kann ich mir nicht erinnern, die gezogen werden. Also was wir bräuchten, wäre eine Festlegung der staatsrechtlichen Verantwortung von Politikern, wo gesagt wird, sie müssen die Sorgfalt aufwenden, wie sie ein Sachverständiger aufzuwenden hat. Und wenn sie das nicht tun und dem Staat entsteht daraus ein Schaden, dann muss man dem Rechnungshof, der ja das immer wieder feststellt, da ist der Fehler passiert, der Schaden ist so und so groß, halt das Recht geben, dass er von mir so eine Feststellungsklage einbringt, der und der hat diesen Fehler begangen und dann muss es Konsequenzen geben. Ich glaube, das würde einen Unterschied ausmachen und die Verantwortung bewusst machen, die jemand übernimmt, wenn er öffentliches Amt auf sich nimmt. Mhm. Das, glaube ich, wäre ein wichtiger Punkt. Okay, vielen Dank, Frau Gries. Ja, sehr gerne. Entschuldigung, sind mir kurz aus dem Fokus gerutscht. Bitte schön. Mein Name ist Sven Straßgeschwandner, das habe ich jetzt so spannend gefunden. Das klingt wirklich toll, aber heißt das nicht am Ende des Tages, dass sich dann noch weniger Leute finden würden, in die Politik zu gehen? Weil wenn ich dann noch die Verantwortung in letzter Konsequenz, was heißt das? Ich werde geklagt, muss dann eine Haftung übernehmen in, weiß nicht, Millionenhöhe, weil die Schäden sind ja oftmals so hoch. Ja. Was würde das bedeuten? Würdest du diese Verantwortung übernehmen? Es würde bedeuten, dass andere Leute in die Politik gehen. Und dass Leute sich dann überlegen, was sie machen. Wir haben ja die Business Judgment Rule, die ja im Unternehmensbereich funktioniert. Und da ging es darum, dass geprüft würde, hat er die notwendigen Informationen beschafft? Hat er sie aufbereitet? Lag ein Interessenkonflikt vor? Konnte er davon ausgehen, dass diese Entscheidung für das Gemeinwohl gut sein wird? Wenn er so gearbeitet hat, haftet er nicht. Es geht nicht nur ums Ergebnis, es geht darum, wie jemand das angegangen ist. Und wenn Sie sich anschauen, wie die Verstaatlichungsentscheidung gefällt wurde für die Hypo, was uns ja an die 10 Milliarden kostet, da hat man die Informationen nicht beschafft, man hat sie nicht aufbereitet, man hat keine Strategie entwickelt und da muss es eine Haftung geben. Es geht nicht darum, dass jemand eine Erfolgshaftung übernimmt, sondern dass er ordentlich arbeiten muss. Mhm. Und das kann ich von einem Politiker auch verlangen. Mhm. Das ist doch kein Geschäft, wo ich ausgeliefert bin. Mhm. Ich glaube, das würde auch bedeuten, dass jemand, was früher angesprochen wurde, eben nicht heute Gesundheitsminister ist, morgen Infrastrukturminister und nächste Woche Sozialminister, der würde sich das überlegen. Und dann hätten wir andere Leute, die solche Funktionen übernehmen. Ich glaube, das braucht es. Spannend, spannend. Aha, so geht der offizielle Teil des Abends zunächst mal in das Finale. Aber ich glaube, da ist ordentlich viel Stoff da, das uns noch beim gemeinsamen vielleicht noch verweilen begleiten wird. Andi, du hast den Abend begonnen und eröffnet. Beschließ ihn bitte auch für uns. Was nimmst du mit und wie geht's weiter? Also du brauchst auch ein Mikro, genau. Ein Mikro?
Vielen Dank, Betty. Vielen Dank auch für die super tolle Moderation. Applaus einmal an dich. Du hast das toll gemacht für uns. Danke, danke. Ich darf noch zum Schluss wirklich nur ganz kurz, weil wir sind ja schon lange in der Zeit, auch kurz zusammenfassen. Und was nehme ich als Österreich spricht Obmann mit von der heutigen Veranstaltung? Unter anderem in der Schule braucht es eine Objektivierung der Direktoren- und Lehrerbestellung. Es braucht eine Schule frei von Parteipolitik und Ideologie und die Menschen gehören, beziehungsweise die Schüler, viel stärker in den Mittelpunkt noch. Die Vögel sollten fliegen können, war da ein Stichwort zum Thema Schule. Beim Thema politischer Stil nehme ich mit Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts, dass die Personen mehr Bedeutung haben als Listen und Parteien. Hearings für Minister wird einiges verbessern. Die Transparenzdatenbank ist öfters gefallen, dass die auch endlich umgesetzt wird. Politiker mit Rückgrat, Freundalwirtschaft eindämmen und Ideen eines Bürgerinnenparlaments. Und beim dritten Top-Thema, Steuer- und Abgabenquote senken, auch das Thema Transparenz wieder stark gekommen. Auch die Frage, was mit dem Geld eigentlich passiert, dass da auch viel mehr Einsicht und Offenheit braucht und auch die Einführung einer Schuldenbremse auch im Sinne unserer künftigen Generationen viel bringen wird. Das sind die inhaltlichen Dinge, die ich mitnehme. Viele, viele andere Emotionen auch noch. Ich habe zu Beginn eingeleitet, dass mir kalt ist. Jetzt ist mir nicht mehr kalt, mir ist warm geworden. Ich hoffe, Ihnen und euch ist es auch so ergangen, dass das eine oder andere Thema und auch das Gespräch euch auch in Wärme und auch durchaus auch in hitzige und aber durchaus auch weiteren konstruktiven Auseinandersetzung gebracht hat. Ich finde es toll, dass so viele Leute heute da waren. Großartig, dass ihr auch an den Tischen intensiv miteinander gesprochen habt und diskutiert habt. Ich danke herzlich unseren drei Impulsgebern, Frau Gries, Ali Malocci und Matthias Strolz, dass ihr euch Zeit genommen habt und da auch so intensiv mittendrin an den Tischen mitdiskutiert habt. Es gibt wahrscheinlich noch viele, viele Ideen und weitere Anregungen zu den Themen. Dafür haben wir einerseits, gibt es die Möglichkeit, sowohl mit Österreich spricht per E-Mail hallo@oespricht.at als auch mit Matthias Strolz, matthias.strolz@neos.eu, mit der Frau Gries, ig@gries.at oder mit dem Ali Malocci, ali@ali.do in Kontakt zu treten. Bitte diese Chance auch zu nützen, wenn ihr noch Ideen und Anregungen habt. Ich glaube, ich kann da für euch drei, aber auch für Österreich spricht, sprechen. Wir schreiben zurück, wir stehen gerne in weiteren Kontakt und es wird auch weitere Bürgerforen geben in den nächsten Wochen und Monaten, unter anderem in Tirol, Oberösterreich, Kärnten und Niederösterreich. Soweit der Part von mir. Ich brauche was zum Trinken, somit lade ich alle ein, das Buffet nicht zu stürmen, aber zumindest ein Getränk noch zu holen. Danke sehr. Idealism prevails. Make the world a better place.